So, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Professor Konatz, sehr geehrter Professor Gross, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an Ihren Bildschirmen. Sehr herzliches Willkommen in unserem virtuellen Raum der W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Gerade in Krisenzeiten, in denen sich Fronten verhärten und Unvernunft Partei macht, wie Moses Mendelssohn sagt, ist der Blick über den Tellerrand wichtiger denn je. In unserer dialogischen Vortragsreihe Kosher to Go blicken wir buchstäblich auf verschiedene Teller und Töpfe und weit über ihre Ränder hinaus. Wir untersuchen Perspektiven auf religiöse Speisevorschriften im Kontext ihrer Entstehung und ihrer Entwicklung, im Kontext anderer Religionen und Gesellschaftsformen und wie sie im Lichte aktueller Entwicklungen angewendet werden. Den Anfang machten vor 2 Wochen David Kramer und Kikuko Kashiwagi-Wetzel mit der Frage, wozu Speisegebote? Und dazu möchte ich sagen, alle Vorträge sind nach ihrem Erscheinen auf der Website des Museums zugänglich. In den nächsten Sitzungen werden wir uns beschäftigen mit der Rolle von Alkohol in Judentum und Christentum sowie dem Verhältnis zu Tieren in Judentum und Hinduismus. Und schließlich richten wir den Blick auf religiöse Speisegebote im Kontext der Ökologie und der modernen Debatten ums Essen in der Gesellschaft. Zur heutigen Veranstaltung Koscher und Halal möchte ich Sie herzlich willkommen heißen und ich übergebe gleich das Wort an meine Kollegin Schlümit Tripp, Leiterin der Community-Programme der Akademie, die unsere Gäste begrüßt und sie durch den Abend führen wird. Ich wünsche uns allen einen anregenden Abend. Ja, auch meine Wanderung zwischen Tierrechten und dem Recht auf Religionsfreiheit in einer pluralistischen und toleranten Gesellschaft diskutiert. Und im Jahr 2020 wurde dann das Urteil gefällt, dass in europäischen Ländern das rituelle Schächten verboten werden kann. Wir werden heute nicht über die europäische Gesetzgebung diskutieren, sondern wir möchten vielmehr von unseren Gästen heute erfahren, was sie als Religionswissenschaftler zum Gebot des Schächtens zu sagen haben und welche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede sie in ihren Religionen erkennen können. Bevor wir mit den Vorträgen beginnen, hier noch ein paar technische Informationen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Veranstaltung findet in deutscher und in englischer Sprache mit Simultanübersetzung statt. Nach den 2 Vorträgen gehen wir zum Podiumsgespräch über und hier werden Sie die Möglichkeit haben, sich mit Ihren Fragen über Slido einzubringen. Sie können den Link zu Slido auf unserer Homepage zu dieser Veranstaltung finden. Oder Sie gehen einfach über die Webseite www.slido.com oder die dritte Möglichkeit, Sie laden die kostenfreie Slido-App über Ihren App Store runter. Hier geben Sie den Eventcode ein und der Eventcode ist 048819. Alle Informationen werden während dieser Sendung eingeblendet. Nun möchte ich aber unsere Gäste vorstellen und ich beginne mit Aaron Saul Gross. Aaron Saul Gross ist Professor für Theologie und Religionsstudien an der University of San Diego und Autor von The Question of the Animal and Religion: Theoretical Stakes, Practical Implications. Er ist Gründer von Farm Forward, einer nicht kommerziellen Organisation, die zum Ziel hat, für die ethischen Aspekte von Ernährung zu sensibilisieren, das Leiden von Nutztieren zu verringern und nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Sardar Kurnaz ist Professor für islamisches Recht in Geschichte und Gegenwart am Berliner Institut für islamische Theologie an der Humboldt-Universität Berlin. Von 2016 bis 2019 war er Juniorprofessor für islamische Theologie an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Zu seinen Schwerpunkten gehören islamische Rechtsmethodologie und islamische Ethik.
So, Professor Aaron Gross, die Bühne oder besser gesagt der Bildschirm, das Bildschirm, der, die, das Bildschirm gehört Ihnen. Wonderful. It's wonderful to be here. Das ist ganz wunderbar, heute Abend hier bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, dass ich über das Schächten zu Ihnen sprechen darf. Das ist die Methode des Schlachtens, wie vorgeschrieben vom traditionellen jüdischen Recht. Man hat mich also gebeten, über Shechita zu sprechen. Zur Klärung, es ist nicht erforderlich, Fleisch zu essen im Judentum, aber wenn Sie Fleisch essen, dann ist die Form des Schlachtens vorgeschrieben. Und ich werde heute Abend erläutern und beschreiben, wie das funktioniert, damit Sie verstehen, was Schächten ist und insbesondere, damit Sie auch sehen, inwieweit es eine Verbindung gibt zwischen Shechita und dem Tierwohl. Ich beginne mit meiner Schlussfolgerung und sage Folgendes. Wenn wir verstehen, was Schächten ist, dann erkennen wir, dass es keinen harten Konflikt gibt zwischen Schächten und dem Tierwohl. Wir haben sehr wohl einen solchen Konflikt, was die industrielle Schlachtung angeht. Da herrscht auf jeden Fall ein Konflikt mit dem Tierwohl, und im Antisemitismus wird das aber oft durcheinander geworfen, und deswegen hat das Schächten einen schlechten Ruf. Kurze Entschuldigung der Dolmetscherin, der Ton ist weg. Kurze Entschuldigung der Dolmetscherin, der Ton ist weg. Eine Sekunde, der Ton ist weg. Have I come back? Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist der Ton wieder da. Sie können so Shechita, to describe what Shechita is, I apologize for the sound glitch. Entschuldige mich für dieses kleine Problemchen und komme nun zurück zu dem, was ich sagen wollte. Ich wollte ja das Schächten beschreiben. Ich habe gesagt, dass das traditionelle jüdische Recht, die Halacha, festlegt, wie geschlachtet werden muss. Im jüdischen Recht sind unterschiedliche Aspekte der Shechita behandelt. Das heißt, es ist reguliert, wer schlachten darf, welches Messer zu verwenden ist. Geregelt ist auch die Gesundheit des Tieres, also der Gesundheitszustand des Tieres im Moment des Schächtens. Dann natürlich das Schneiden selbst und dann die Prüfung des geschächteten Tieres danach. Natürlich betrachtet man im Judentum die Frage der Gesundheit des Tieres in dem Moment, in dem es geschlachtet wird. Und da sieht man natürlich sehr schnell eine Kontroverse zum Tierwohl. Es ist nämlich vorgeschrieben, dass das Tier gesund sein muss, also bewusst sein muss, Bewusstsein haben muss in dem Moment, in dem ihm die Kehle durchgeschnitten wird. Und das führt zu Konflikten mit dem Tierwohl und dies insbesondere nach dem Aufkommen der industriellen Schlachtung. Das war also eine kurze Beschreibung von dem, was Shechita ist. Nun blicken wir vielleicht einmal auf die unterschiedlichen Akzente, die zu sehen sind, wenn man sich mit dem Schächten befasst. Hier hätten wir dann zum Beispiel zunächst einmal eine moderne orthodoxe Beschreibung des Schächtens. Das findet sich im Concise Code of Jewish Law von Garrison Appel in New York. Er sagt, Shechita muss mit einem schnellen, glatten Schnitt eines scharfen Messers durchgeführt werden, dessen Klinge frei von jeder Delle oder Unvollkommenheit ist. Shechita beinhaltet das Durchtrennen der Luft- und Speiseröhre in Übereinstimmung mit der mündlichen Tradition, die verlangt, dass 5 unsachgemäße Verfahren vermieden werden, damit sie nicht die Shechita ungültig machen, beziehungsweise das Tierfleisch damit ungenießbar machen.
Now, if we were in a more traditional context, nun, in einem stärker traditionellen Kontext ist es wichtig, sich zu konzentrieren auf diese speziellen Regelungen, die ich kurz hier angedeutet habe. Konkret meint das, beim Schächten ist zu vermeiden ein Zögern oder eine Verzögerung beim Ziehen des Messers, ein übermäßiger Druck oder ein Hacken des Fleisches, das Eingraben des Messers zwischen Luft- und Speiseröhre oder unter der Haut, das Anbringen des Schnitts außerhalb des festgelegten Bereichs und das Zerreißen oder des Aufreißen der Luft- und Speiseröhre, was durch eine unvollkommene Klinge entstehen würde. Sie sehen also, es gibt eine ganze Reihe von Vorschriften und die Frage ist nun, was ist der Zweck der Schächtungsgesetze? Darauf gibt es zwei Antworten. Zum einen müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Bestimmungen für koscheren Verzehr jenseits jeglicher rationalen Verständnis sich verortet. Das ist das, was die eine jüdische Tradition betont. Sie sagt, hier gibt es Gesetze und es ist egal, wie diese sich rational begründen lassen. Also mit anderen Worten, wir haben es hier mit Vorschriften zu tun, die man einfach nicht verstehen muss, weil man sie auch gar nicht verstehen kann. Es gibt aber auch eine andere jüdische Tradition, um diese Frage zu beantworten, welchen Zweck erfüllen denn die Regeln des Schächtens? Und diese jüdische Tradition findet sich vor allen Dingen ganz stark beim deutschen Judentum. Und hier wird das Mitgefühl oder das Mitleid für die Tiere in den Vordergrund gestellt. Angesichts der Tatsache, dass eine der traditionellen Erklärungen für den Zweck des Schächtens das Wohlergehen des Tieres ist, stellt sich natürlich die Frage, wie kam es dann letztendlich doch zu einem Konflikt mit dem Tierwohl? Und ich sage, das ist, weil wir es hier mit einem Produkt der Moderne zu tun haben, die sich in einer zentralisierten und industrialisierten Form der Schlachtung manifestiert und gleichzeitig neue Tierschutzprobleme aufweist. Säkulare, humane Befürworter konzentrieren sich angesichts dieser Industrialisierung und Zentralisierung auf Betäubung als Lösung für Probleme. Der zentrale Konflikt heute wurzelt also in den ernsthaften Tierschutzproblemen, die entstehen, wenn industrielle Schlachtsysteme, die für betäubte Tiere entwickelt wurden, ohne ausreichende Modifikation für Tiere bei vollem Bewusstsein verwendet werden. Wir haben ja hier Verfahren, die so ausgelegt sind, dass sie funktionieren mit betäubten Tieren. Und jetzt werden sie angewandt in einem Kontext, in dem die Tiere nicht betäubt sind, ohne ausreichend modifiziert zu werden. In den USA und auch in Europa sehen wir natürlich die Entwicklung der industriellen Schlachtung, industrielle Schlachthäuser, in denen Tiere geschlachtet werden. Und man geht davon aus, dass diese Tiere von Anfang bis Ende des Prozesses bewusstlos sind, denn sie werden bereits zu Beginn des Prozesses betäubt. Die Systeme sind so gestaltet worden und sind insofern letztendlich dann auch davon abhängig, dass diese Betäubung stattfindet. Nun haben wir aber die Regeln des religiösen Schlachtens und da nimmt man dieses Element des Betäubens raus, was zu massiven Tierwohlproblemen führt, wenn sich ansonsten der Prozess nicht anders gestaltet. So how does the history of antisemitism hat sich das nun historisch entwickelt? Also wie sieht es aus mit Antisemitismus und Schächten? Ich habe ja angedeutet, dass wir hier die spezifischen Probleme der Industrialisierung haben, aber die Schechita selbst ist eigentlich nicht unbedingt Gegenstand dieser Kritik an der Moderne oder der Problematik, die mit der Industrialisierung zu tun hat.
Betrachten wir also den historischen Verlauf. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum frühen 20. Jahrhundert sehen wir zunehmenden Antisemitismus und auch Aktivitäten, was das Schächten angeht, Aktivitäten gegen das Schächten gerichtet. Dann gibt es die deutschen Veterinärmediziner, die bereits in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts einem wissenschaftlichen Diskurs fahren, also wissenschaftlich in Anführungszeichen, die Schächter attackieren. Sie gehen hin und behaupten, das sei Wissenschaft. Faktisch ist es natürlich eine antisemitische Argumentation, die sie fahren. Sie gehen hin und sagen, das Schächten sei antimodern und barbarisch. Im amerikanischen Kontext gibt es diejenigen, die durchaus diese Argumentation der deutschen Wissenschaftler aus dem frühen 20. Jahrhundert übernommen haben. Und Mitte der 1920er Jahre gehen dann die Nazis hin in Deutschland, stellen sich an die Seite der Anti-Schächtungsgegner und verbieten Schächter in dem Moment, in dem sie an die Macht kommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wir eine signifikante Divergenz in der Entwicklung dieser Argumentation und Diskussion im amerikanischen und im europäischen Kontext jeweils. In den USA ist es so, dass in den 1950er Jahren es Gesetze gibt, die sich auf das Schlachten richten. Und diese Gesetze finden durchaus Unterstützung der jüdischen Gemeinden. Koscheres Schlachten wird also definiert als human. Und die humane Bewegung vermeidet entsprechend weitere Angriffe auf das Schächten. Im europäischen Kontext sieht es anders aus. Da Wonderful. So I apologize for the technical. Wunderbar, dann entschuldige ich mich für die technischen Probleme. Ich sprach ja gerade über die Geschichte des Schächtens und die antisemitischen Bestrebungen dagegen und möchte nun kurz schildern, was das am Ende bedeutete und wo wir heute stehen. In der EU ist es erforderlich, Tiere zu betäuben, bevor sie geschlachtet werden, wobei es Ausnahmen geben kann für das religiöse, rituelle Schlachten. Und es gibt einige europäische Länder, die nicht erlauben, dass abgewichen wird von der Bestimmung, dass betäubt werden muss, bevor geschlachtet wird. Dazu gehören Schweden, Norwegen, Island, Dänemark und Slowenien. Dann gibt es Länder, die vorschreiben, dass es eine Betäubung nach dem Schnitt geben muss. Das ist kein Problem, was die jüdische Schächter angeht. Dann gibt es europäische Länder, unter anderem Deutschland, die Abweichungen von dieser allgemeinen Bestimmung betäuben und dann schlachten erlauben. Ich möchte aber betonen, dass das Betäuben nicht der einzige Weg ist, um das Leiden der Tiere zu mindern. Das Grundproblem ist doch die Frage, wie gehen wir um mit den Beschränkungen für das Wohlergehen der Tiere angesichts der industriellen Schlachtung. Also das Problem ist nicht das religiöse Schlachten, es ist die industrielle Schlachtung. Und hier verweise ich auf Dr. Temple Grandin, mit Sicherheit einer der einflussreichsten und wichtigsten Experten für das Schlachten in der Welt. Sie ist diejenige, auf die sowohl die jüdischen Gemeinden hören, wenn es um koschere Schlachten geht, als auch Vegetarier in der Welt. Und sie sagt,
dass der Umgang mit dem Tier wichtiger ist als das Betäuben. Das heißt, wir brauchen ein System, was nicht abhängig ist vom Betäuben, um Tierwohl möglich zu machen. Und in einem koscheren System kann es sehr wohl ein hohes Maß an Tierwohl geben. Dr. Grandins Perspektive und auch aus meiner Perspektive ist es so, dass wir tatsächlich die Erfahrung des Tieres sehen müssen, und zwar von dem Moment, in dem es die Farm verlässt, bis zum Schlachthof. Die Konzentration auf ausschließlich den Moment der Betäubung scheint letztendlich auf andere Motive zurückzuführen zu sein. Die Frage ist also, gibt es einen Konflikt zwischen dem Tierwohl und der Shechita? Ich sage nein. Sehr wohl aber gibt es einen Konflikt zwischen dem industriellen Schlachten und dem Tierwohl. Das heißt, wenn das koschere Schlachten industrialisiert wird, haben wir natürlich Probleme, die wir lösen müssen. Einige koschere Schlachthäuser sind problematisch, aber nicht wegen der Shechita an sich. Die Antwort lautet hier also nein, es gibt keinen Konflikt zwischen dem Tierwohl und dem Schächten, aber es kann sehr wohl einen Konflikt geben zwischen dem Tierwohl und den Interessen der koscheren Fleischproduzenten, die nämlich ihre Kosten senken wollen. Eine tiergerechtere, koschere Schlachtung ist natürlich teurer, und der Staat muss hier wachsam sein, um Tiere vor wirtschaftlich motivierter Grausamkeit zu schützen. Es ist also wirklich erforderlich, dass darauf geachtet wird, dass Tiere geschützt werden. Die Hauptbedrohung für den Tierschutz ist wirtschaftlich, nicht kulturell oder religiös motivierte Grausamkeit. Der Tierschutz wird am besten gefördert, indem unnötige Angriffe auf das religiöse Schächten vermieden werden. Und jüdische Traditionen können tatsächlich Verbündete in der Tierschutzarbeit sein. Ich selbst bin aktiv in einer Gruppe, die sich Jewish Initiative for Animals nennt. Gut, keine technischen Probleme mehr, und das waren meine Bemerkungen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Professor Gross, für Ihren Vortrag. Ich hoffe, man sieht mich jetzt gerade. Ja, okay. Also vielen Dank, Professor Gross, für Ihren Vortrag, durch den wir den wissenschaftlichen Einblick in eine jüdische Perspektive zu dem Thema erhalten konnten. Und wir gehen jetzt direkt zu dem Vortrag von Professor Kurnas über, der uns einen Einblick zu dem Thema aus dem Islam, aus der islamrechtlichen Perspektive eröffnen wird. Das Wort geht an Professor Kurnas. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen, und ich bedanke mich auch bei Professor Gross für den wunderbaren Vortrag. Und ich kann jetzt schon eigentlich verraten, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern auffallen wird, dass ich ziemlich ähnliche Dinge sagen werde in der muslimischen Tradition. Da sind sich die beiden religiösen Traditionen eigentlich kaum fern. Und viele Dinge, die Professor Gross als Ergebnis präsentiert hat, kann ich auch vorwegschicken für die muslimische Tradition. In der muslimischen Tradition muss man kein Fleisch verzehren, man kann Fleisch verzehren. Das hat aber bestimmte Bedingungen, auf die ich eingehen werde. Diese laufen mehr oder weniger parallel zur jüdischen Tradition. Aber bevor ich das tue, möchte ich in meinem Vortrag nochmal kurz für diejenigen, die muslimische Tradition nicht besonders gut kennen, darauf aufmerksam machen, in welchem Gesamtkontext überhaupt das ausgehandelt wird. Also nicht nur Tiere zu schlachten wird behandelt in der muslimischen Tradition, sondern insgesamt, was verzehrt werden darf, was konsumiert werden darf, wird in einem bestimmten Kontext ausdiskutiert. Erst möchte ich darauf eingehen, und im weiteren Verlauf möchte ich die Position darstellen, was das Schächten anbelangt. Die PowerPoint-Präsentation, jawohl, wunderbar.
Wieso diskutiert man das überhaupt im islamischen Recht? Vielleicht klingt das fremd für bestimmte Ohren, wenn man hier vom Recht spricht. Das hat natürlich einen historischen Grund. Innerhalb des islamischen Rechts werden nicht nur zivilrechtliche oder strafrechtliche Belange ausdiskutiert, sondern aber auch Dinge, die für den Alltag der Muslime relevant sind. Das sind die sogenannten gottesdienstlichen Handlungen, sodass die Gelehrten sich Gedanken darüber machen, wie die Muslime das Pflichtgebet zu verrichten haben oder die Almosensteuer zu entrichten haben oder wie jüngst im Ramadan fasten müssen. Also ist das islamische Recht der Ort der Diskussion, um korrektes Verhalten der Muslime im Alltag zu besprechen. Und dazu gehören auch Reinheitsvorschriften, wie die rituelle Reinheit und auch Speisevorschriften. Es wird also im islamischen Recht ausdiskutiert, unter welchen Umständen Lebensmittel konsumiert werden dürfen. Und da muss man sich vor Augen halten, dass grundsätzlich gilt nach dem islamischen Recht als Prinzip, im Grunde genommen ist erstmal alles erlaubt zu verzehren, zu tun oder zu unterlassen, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Und das Gegenteil davon kann man nur beweisen, wenn die religiösen Texte, die autoritativen Texte, Informationen dafür beinhalten. Und für die muslimische Tradition ist das der Koran und die Sunna. Also all das, was vom Propheten Mohammed als eine Aussage tradiert worden ist oder seine Handlungen tradiert worden sind, das, also die Gesamtsumme dessen, was der Prophet gesagt hat und getan hat, ergibt die Sunna. Die liegen uns in Form von Berichten vor, die bezeichnet man als Hadith. Das heißt, ist im Koran und in der Sunna nichts vorhanden bezüglich einer Sache, so ist diese Sache zu tun oder zu unterlassen erlaubt oder diese Nahrung darf man dann auch aufnehmen, solange es im Koran oder in der Sunna nicht verboten wird. Damit steht eigentlich fest, dass dass die Einschränkung vom Konsum von Lebensmitteln eigentlich nur von Koran eingeschränkt wird, aber grundsätzlich alles erlaubt ist. Und eine zentrale Aussage im Koran, die uns heute beschäftigt ist, in Sure 6, Vers 145 zu sehen. Dort sehen wir in diesem Koranvers, in der Übersetzung, die ich angeführt habe, dass alles zu verzehren erlaubt ist, außer verendete, ausgegossenem Blut und Schweinefleisch. Denn Schweinefleisch gilt als unrein in der muslimischen Tradition. Oder wenn man etwas für eine Gottheit opfert, sei es Fleisch oder aber auch andere Lebensmittel. Und dann gibt es immer noch eine Konzession, eine Erlaubnis in dieser Suche, dass wenn man nicht in der Lage ist, Lebensmittel zu konsumieren, die als erlaubt gelten, darf man im Notfall auf Lebensmittel zurückgreifen, die normalerweise verboten wären zu konsumieren. Das ist so der zentrale Koranvers, auf den sich die Muslime berufen. Daraus ergeben sich zwei grundsätzliche Entscheidungen. Und zwar, es gibt bestimmte Dinge, die nicht verzehrt werden dürfen, weil sie unrein sind. Das wird im Koranvers als Schweinefleisch dargestellt. Und es gibt noch weitere Dinge bzw. Tiere, die der Prophet als unrein bezeichnet. Dazu gehören zum Beispiel Hunde. Und als zweites Prinzip gilt, alles, was für eine andere Gottheit geopfert wird, außer für Gott, darf nicht verzehrt werden. Und hiervon leiten die muslimischen Gelehrten ab, dass die Schlachtung von Tieren im Namen Gottes geschehen muss. Und damit sind wir auch beim Schächten. Also diese Speisevorschriften, die man hier ableitet aus Sure 645, bedingen, dass unreine Dinge nicht gegessen werden sollen und reine Wesen, wenn sie gegessen werden, also das Fleisch dieser Tiere verzehrt wird, dann müssen diese Tiere entsprechend auch geschlachtet werden. Also möchte ich jetzt in meinem Vortrag zwei Fragen nachgehen. Was gilt im islamischen Recht grundsätzlich als unrein? Das werde ich kurz exemplarisch darstellen. Und wie genau müssen Tiere, die nicht als unrein gelten, geschlachtet werden, damit Muslime das Fleisch verzehren dürfen? Also grundsätzlich können wir festhalten, dass nach dem islamischen Recht nur die religiösen Texte wiedergeben können, welches Tier als unrein gilt und welches Tier nicht als unrein gilt. Das hat mit der physischen Reinheit und Unreinheit nichts zu tun. Da ist das Stichwort eigentlich, das Professor Gross genannt hat, ganz wichtig. Auch im islamischen Recht
wenn es um diese Rituale geht, gilt eigentlich grundsätzlich, dass man da nicht nach einem rationalen Grund sucht. Es ist transrational sozusagen. Es kann erklärt werden, muss aber nicht erklärt werden. Also kann hier auch Gott eigentlich willkürlich bestimmen, dass das Schweinefleisch als unrein gilt oder der Prophet dann sagt, Hunde zu verzehren ist nicht erlaubt, weil es als unrein gilt. Grundsätzlich erlaubt ist der Verzehr von Herdentieren erlaubt, Ziegen, Kühe, Büffel, Kamele, die werden mit dem arabischen Begriff En'am wiedergegeben, das sind dann Hufen und Herdentiere und Geflügel kann verzehrt werden. Und das hat auch eine Folge auf Zivilrechtliches, und zwar alles, was nicht konsumiert werden darf, darf auch nicht verkauft werden. Also unreine Dinge darf man weder besitzen noch verkaufen. Und wie wir schon im Koranvers gesehen haben, ist verboten grundsätzlich Schweinefleisch, Blut, Verendetes, Raubtiere, Raubvögel, Esel, Hunde, Schlangen, giftige Tiere, Mäuse, Insekten, zum Beispiel nach der schiitischen Tradition auch Hasenfleisch. Da gibt es eine Aussage, auf die sie sich berufen. Und was uns hierbei interessiert ist, dass das Verendete zu verzehren verboten ist. Und das wird, also das müssen wir uns merken, das geht Hand in Hand mit der Pflicht zum Schächten. Weil es muss garantiert werden, dass das Tier zum Beispiel, wenn man eine Kuh schlachtet, dass das Tier noch bei der Schlachtung lebt. Es muss lebendig sein. Und sobald zum Beispiel eine Betäubung oder der Bolzenschuss zum Beispiel dazu führt, dass das Tier vor der Schlachtung stirbt, dann gilt dieses Tier als verendetes, als Mate und darf nicht verzehrt werden. Deswegen ist die adäquate Schlachtung für die Muslime so zentral. Ist die adäquate Schlachtung nicht gegeben, darf auch das vielleicht dann entsprechend nicht konsumiert werden. Man muss sich auch merken, dass wenn ein Tier als unrein gilt, das auch eine Auswirkung darauf hat, wie man die einzelnen Glieder dieses Tieres verwendet oder einzelne Bestandteile, wie zum Beispiel Feder, Fell, Borsten, also ob man das alles in der Produktion von Kleidung oder zum Beispiel Pinseln oder beispielsweise wird bei der Herstellung von Gelatine auch Schweinsknochen verwendet, ob das alles dann auch für die Muslime dann auch verzehrbar ist. Es wird dann auch von den Gelehrten auch entsprechend dann auch diskutiert. Also Sie sehen, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dass etwas als unrein gilt, dann hat das große Auswirkungen von Kaufverträgen bis hin zu Dingen, die als Bindemittel zum Beispiel gelten, aber aus zum Beispiel Schweinsknochen gewonnen worden sind. Das ist aber nicht unser Thema heute, sondern unser Thema ist ja Schächten. Deswegen möchte ich mich darauf konzentrieren, wie genau denn dieses Schlachten vonstatten gehen muss. Und da werden Sie gleich merken, ich werde mehr oder weniger vielleicht mit arabischen Begriffen das wiederholen, was schon Professor Gross für die jüdische Tradition gesagt hat. Und zwar gibt es verschiedene Formen des Schächtens. Das bekannteste ist die Durchtrennung der Luft- und Speiseröhre. Das nennt man al-dhabh im Arabischen oder Telkiya. Das habe ich beides auf der Folie nochmal genannt. Ich habe das extra erwähnt, weil das Wort Telkiya auch, also wörtlich bedeutet das auch Läuterung. Das heißt, mit diesem Schlachtungsprozess wird dieses, das Fleisch zu verzehren, für erlaubt erklärt. Begleitet wird dieser Vorgang, also es gibt noch eine andere Art des Schächtens, das ist aber nur für Kamele vorgesehen, und zwar Stich an der Brust, damit das Kamel dann entsprechend dann auch ausbluten kann. Das geschieht im Stehen, das ist aber jetzt nur für Kamele vorgesehen. Ganz wenige Quellen schreiben es auch vor, dass Geflügel entsprechend auch durch die, also man soll bei Geflügel auch nicht den Kopf vom Hals komplett abtrennen, sondern auch entsprechend eine Luft- und also die Schlachtung so durchführen, dass der Kopf quasi immer noch mit dem Hals verbunden ist. Das ist aber etwas, was man eher in modernen Quellen wiederfindet. Klassische Quellen schweigen meistens dazu. Ganz zentral für die muslimische Tradition ist während des Vorgangs, dass man beim Schächten den Namen Gottes aufrufen soll. Das ist die sogenannte Besmele, das ist das Bismillahirrahmanirrahim, das ist das Arabische, das bedeutet im Deutschen im Namen des Herrn, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Dieser Aufruf wird von den meisten Muslimen als Verpflichtung vorgesehen, das heißt, jeder Muslim muss bei der Schlachtung diese Formel ausrufen. Die Gelehrten diskutieren seitenlang, ob ein Muslim darauf verzichten darf, weil man ja bei einem Muslim, wenn er das Tier schlachtet,
davon ausgehen kann, dass er das für keine andere Gottheit opfert. Und damit haben wir einen Grund ermittelt, weshalb die muslimische Tradition sehr stark darauf beharrt, dass man die Besmele, also diesen Spruch im Namen Gottes, das Tier zu schlachten, äußern muss. Und zwar ist zentral für die koranische Botschaft, dass es ausgeschlossen wird, dass das Tier für eine andere Gottheit geopfert wird. Es gibt wiederum andere Gelehrte, die dann sagen, ja, dieser Aufruf, dass man das im Namen des Herrn tut, soll die Menschen nochmal daran erinnern, dass man hier gerade ein Leben löscht und dieses Leben hat einen Wert und dass man dabei auch auf bestimmte Dinge achten soll, wie etwa, dass man dem Tier kein großes Leid zufügt. Und all das, was Professor Gross gesagt hat, wie das Schlachten vollzogen werden soll, mit einem Schnitt, mit einem sauberen Schnitt, ohne dass man da immer wieder ansetzt und zwei- oder dreimal den Versuch startet, dass das Messer ganz scharf geschliffen werden muss. All das soll nochmal ins Bewusstsein treten lassen von dem der Metzger, der diesen Vorgang vollzieht, oder die Person, die diesen Vorgang vollzieht, sich dessen bewusst ist, dass das Leid des Tieres, so gut es geht, minimiert werden soll. Da gibt es auch detaillierte Diskussionen darüber, ob zum Beispiel während des Opferfestes, wenn mehrere Tiere auf die Schlachtung warten, dass sie das nicht mitbekommen dürfen, dass gerade ein Tier getötet worden ist oder geschlachtet worden ist. Dafür werden zum Beispiel die Augen gebunden oder die Tiere in eine andere Richtung gelenkt oder sie sehen diesen Vorgang gar nicht. Und das ist natürlich in der Moderne etwas schwierig, weil mit der industriellen Tierhaltung haben wir halt eben das große Problem, dass die Tiere alleine durch die Tierhaltung gequält werden, was eigentlich dem Grundgedanken des Schächtens, wie Professor Gross auch betont hat, für die jüdische Tradition, auch für die muslimische Tradition, ein Problem ist. Also nicht das Schächten selbst, sondern eigentlich die Tierhaltung ist das große Problem. Das können wir auch als Ergebnis für die muslimische Tradition festhalten. Genau. Kommen wir nun darauf zu sprechen, wie das eigentlich heute gemacht wird, weil zumindest Muslime in europäischen Ländern haben natürlich das große Problem, dass in vielen europäischen Ländern vorgeschrieben wird, dass das Tier zumindest betäubt werden muss. Es gibt auch europäische Länder, ich glaube das Beispiel Frankreich oder Holland, Niederlanden, wobei in den Niederlanden wurde in den letzten Wochen, glaube ich, eine Gesetzesänderung vorgelegt. In Spanien und Irland ist das Schächten erlaubt, also da muss keine Betäubung erfolgen vor dem Schächten, wobei in Deutschland das natürlich nicht geht. Es gibt zwar immer Ausnahmeregelungen wie bei dem Opferfest, dass das gewöhnliche Schächten, wie die muslimische Tradition es vorschreibt, vollzogen werden kann, aber grundsätzlich gilt, dass man das Tier betäuben soll. Entsprechend variieren die Auffassungen der muslimischen Gelehrten, seien es muslimische Gelehrte in Europa oder aber auch muslimische Gelehrte in muslimisch geprägten Ländern wie in Nordafrika oder in der Türkei, variieren halt eben je nach Kontext die Meinungen. Viele erlauben die Betäubung, woraufhin dann eine Schächtung erfolgen kann. Dabei wird aber kontrolliert mit Messgeräten, ob das Tier immer noch lebt. Gleiches gilt für den Bolzenschuss, bei dem auch festgestellt werden muss, dass das Tier lebt. Bisher hat man die Kontrollen so vorgenommen, wie etwa, dass man in die Augen geschaut hat, die Augen eröffnet hat, ob man da Lebenszeichen sieht. Mittlerweile versucht man auch, Messgeräte einzusetzen, die durch bestimmte Impulse in dem Körper feststellen, ob das Tier bereits gestorben ist oder nicht. In den Ländern, wo das Schächten grundsätzlich möglich ist, bestehen viele muslimische Gelehrte darauf, dass eine Betäubung unterlassen werden soll. Dabei versuchen sie auch wissenschaftlich zu argumentieren, indem sie sagen, dass das Schächten ohne Betäubung dem Tier viel weniger Leid zufüge, als wenn man es betäubt und dann noch daraufhin schlachtet oder mit einem Bolzenschuss erstmal quasi lahmlegt und entsprechend dann die Schlachtung vorzieht. Das versucht man mit bestimmten Impulsen, bestimmten Messgeräten festzustellen, den Schmerzgrad sozusagen zu ermitteln und dann zu sagen, dass das Schächten dem Tier viel weniger Schaden zufügt. Interessant ist ein weiterer Trend, den man in den letzten 10 Jahren beobachten kann, mit einer Konzentration auf Frankreich. Die französischen Muslime bestehen darauf, dass das, also man argumentativ mit einem qualitativen Fleisch. Sie versuchen, das so durchzusetzen, zu sagen, das Fleisch, was durch die traditionelle Herangehensweise
des Schächtens zubereitet wird, ist qualitativ hochwertiger als die Betäubung. Man versucht auch da mit der Qualität des Fleisches auch noch zu argumentieren. Daneben gibt es natürlich einen großen Trend zu sagen, dass das Problem nicht beim Schächten liegt, dass dem Tier Leid zugeführt wird, sondern an der Tierhaltung und den Möglichkeiten, die wir heute haben. Zum Beispiel auch Muslime, die Elektrobetäubungen zulassen, haben damit ein großes Problem, dass zum Beispiel eine Maschine gestartet wird am Morgen, indem man die Besmele, also diese Formel, ausruft. Die Maschine startet mit dem Knopfdruck und dann werden die Tiere eine nach dem anderen einfach abgeschlachtet und dem Tier keinen, das Tier nicht geehrt, beziehungsweise verdient nicht den, sieht nicht den Respekt, den man dem Tier gegenüber zollen würde, wenn man zum Beispiel jedes einzelne Tier entsprechend schlachten würde, wie die traditionelle Literatur es vorsieht. Also alleine diese Besmele am Tag einmal zu äußern und nicht immer wieder zu wiederholen bei jeder einzelnen Schlachtung, minimiert wiederum die Ehrung des Tieres, beziehungsweise das Bewusstsein darüber, dass man jetzt gerade ein Leben gelöscht hat und dass man das quasi, dass man das einfach überspielt und das Tier dann immer mehr zu einem wertlosen Objekt wird. Das ist dann auch die Kritik, die wir dann von der Bewegung haben, die zwar den Fleischkonsum zwar nicht abschaffen wollen, also nicht ein harter Vegetarismus oder Veganismus, sondern auf eine Fleisch auf die Reduktion des Konsums von Fleisch pochen, beziehungsweise darauf aufmerksam machen wollen, dass die Missstände mit der industriellen Haltung und der Schlachtung zu tun haben. Da kollidieren sozusagen die Interessen. Da die Schlachtung in Europa relativ erschwert vorliegt, das ist zu viel, eine Folie zurück, einen Schritt zurück noch, da die Schlachtung relativ problematisch ist in europäischen Ländern, beziehungsweise in Deutschland, zumindest wird viel Fleisch aus den Niederlanden und Belgien nach Deutschland importiert, wo die Schächtung noch möglich ist. Oder aber auch eine der größten Exporteure sind in Neuseeland und Australien, wo auch das nicht ungewöhnlich ist, dass dort auch Elektro-Kurzzeitbetäubung vollzogen wird. So, da die muslimischen Gelehrten sich viel Gedanken darüber machen, dass der Name Gottes ausgerufen werden muss, dass man das garantieren muss, dass das für keine andere weitere Gottheit geschlachtet worden ist. Und da Sure 5, Vers 5, es betont, dass das, was Juden und Christen, dort kommt der Begriff Ahlul Kitab vor, also die Schriftbesitzer, zubereiten an Essen, dass das den Muslimen erlaubt ist, diskutieren die Gelehrten, ob man auch das Fleisch verzehren dürfte, das Nicht-Muslime zubereitet, beziehungsweise wenn ein Nicht-Muslim ein Tier schlachtet, ob der Verzehr dieses Fleisches für die Muslime erlaubt ist. Da scheiden sich die Geister, viele erlauben das, sobald sie sagen, das kommt explizit im Koran vor. Es ist gesichert, dass es nicht für eine andere Gottheit geopfert worden ist. Insbesondere für die jüdische Tradition gibt es auch nach islamischer Auffassung gar kein Problem, weil die Schlachtungsvorschriften, wie wir gesehen haben, eigentlich mehr oder weniger parallel verlaufen. Aus dieser Diskussion heraus ist in der Moderne die Frage entstanden, ob man überhaupt den Namen Gottes ausrufen muss. Also zum Beispiel, wenn ein Atheist ein Tier schlachtet und zwar dafür Sorge trägt, dass das Tier vor der Schlachtung nicht stirbt und vollständig ausblutet, dann dürften Muslime dieses Fleisch dann auch entsprechend verzehren. Aber es gibt auch viele Gelehrte, die dem widersprechen. Manche aus apologetischer Haltung, dass sie dann sagen, nein, wir müssen dafür Sorge tragen, dass nur Muslime quasi Schächten vornehmen können und nur das Fleisch verzehrt werden soll, was von Muslimen zubereitet worden ist. Es gibt aber den Trend mittlerweile, das aufzulockern. Es ist in Deutschland zum Beispiel zu beobachten, dass deutsche Firmen, also explizit religiöse deutsche Firmen, auch Halal-Fleisch mit einem bestimmten Halal-Zertifikat versehen, sodass Muslime dann auch darauf zurückgreifen können. So, die Grundlagen des Schächtens liegt wieder eigentlich in den Grundlagen, was wir zum Opferfest wiederfinden können. Opferfest
oder das Opfern des Tieres, das nennt sich Adahi bzw. Udahiyah, das wird auch arabisch terminologisch voneinander unterschieden. Dabei spielt eigentlich tierethisches eine wichtige Rolle. Also wir würden heute von tierethischen Grundlagen sprechen. Das machen natürlich die Gelehrten in der klassischen Tradition nicht, da gibt es noch diesen Begriff nicht. Und zwar gilt grundsätzlich, dass beim Schlachten, also nicht nur beim Opfern, sondern das gilt erst recht für das Opfern des Tieres am Opferfest. Und zwar ist das Opferfest ja in dem arabischen Monat Dhul-Hijja während der Pilgerfahrt. Das ist immer der 10. Tag, an dem die Pilger das Tier opfern. Und das machen sozusagen diejenigen, die die Pilgerfahrt nicht unternommen haben, machen das quasi vor Ort selber nach. Man muss es nicht, nach der Mehrheitsmeinung. Man kann ein Tier opfern und dann an die Armen verteilen. Und da gibt es Kriterien, nach welchen Kriterien Tiere geopfert werden können. Und diese gelten grundsätzlich auch für das normale Schächten bzw. Schlachten. Das Tier darf nicht leiden. Das Tier muss definitiv gesund sein. Das ermittelt man zum Beispiel am Gang des Tieres oder an der Verkrümmung der Hörner, an dem gewöhnlichen Verhalten oder außergewöhnlichen Verhalten. Und für das Opfern gilt das zwar, aber für die gewöhnliche Schlachtung sieht man das nicht so streng. Und zwar für Kamele gilt zum Beispiel, dass sie 5 Jahre alt sein müssen, Kühe und Büffel mindestens 2 Jahre alt sein müssen. All solche Dinge werden diskutiert in der muslimischen Tradition, um feststellen, also das dient dann als Grundlage für das gewöhnliche Schächten. Also wir sehen hier auch schon wieder, dass es kein blindes Schlachten von Tieren, sondern da stehen Grundlagen dahinter, die man auch versucht theologisch zu begründen, indem man auf Leid verzichtet, so gut es geht, das Tier gesund aufzieht, beziehungsweise darauf achtet, dass auch Menschen nur gesunde Tiere dann auch entsprechend schlachten und das Fleisch dann auch verzehrt wird. Unter anderem damit korreliert auch der Gedanke, dass das verendete Tier nicht verzehrt werden kann, weil man nicht weiß, woran das Tier gestorben ist. Das ist ein Rationalisierungsversuch, was aber nicht unbedingt den rationalen Grund ausmachen muss. Es übersteigt ja den rationalen Grund, wie ich zuvor betont habe. So, entsprechend gibt es mittlerweile Zertifizierungsinstitute. Das gibt es in der muslimischen Tradition nicht. Das ist eine moderne Erscheinung. Da sich durch die Migrationswellen im 20. Jahrhundert, durch die Vermischung, also dadurch, dass Muslime auch als Minderheiten lange Zeit lang gelebt haben und es mittlerweile auch, also zum Beispiel in Deutschland, dass die Muslime sich, also zumindest die ab der dritten Generation, sich nicht mehr als Minderheit verstehen, sondern als deutsche Muslime verstehen, hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie man überhaupt Halalfleisch zertifizieren kann. Es gibt internationale Zertifikate. Ich habe hier eine Auflistung vorgenommen. Es gibt in Deutschland 2 größere. Es gibt auch viele weitere. Es gibt auch nationale Zertifizierungssysteme. Die orientieren sich mehr oder weniger an dem, was ich bisher beschrieben habe. Sie nehmen quasi den Konsens der Gelehrten in der Klassentradition und versuchen halt eben Zertifikate zu bestimmen, an denen man sich orientieren kann. Sowohl die deutschen Zertifikate als auch die internationalen Zertifikate orientieren sich mehrheitlich an den Aussagen der Gelehrten entweder in den Golfstaaten. Es gibt einen Gegentrend in der Kooperation zwischen der Türkei und Malaysia. Das heißt, da gibt es auch Konkurrenzverhältnisse und die Zertifikate sind teuer. Das ist auch mittlerweile ein Business geworden. Und daran sieht man auch, also ich habe hier noch einen Link erstellt. Ich weiß gar nicht, ob man den anklicken kann. Da sehen Sie alle Zertifizierungsmodelle und Zertifikate aufgelistet, die international bekannt sind oder aber auch in Deutschland bekannt sind. Da können Sie nochmal die Halal-Zertifikate sich anschauen. Das Problem bei den Halal-Zertifikaten ist, es erscheint so, also wenn man die ganzen verschiedenen Zertifikate sieht, dass das religiöse Bewusstsein irgendwie gesteigert worden wäre bei den Muslimen. Das ist nicht ganz der Fall. Das sind meistens machtpolitische Interessen beziehungsweise Interessen darin zu zeigen, wer hat die Deutungshoheit. Und da sieht man zum Beispiel die Auseinandersetzung zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Ich glaube, das war vor 2 Jahren. Die Europäische Union hat sich auch Gedanken darüber gemacht, ob es ein europäisches Halal-Zertifikat geben soll und wollten mit der Türkei kooperieren. Die haben abgelehnt, weil sie eine Kooperation mit Malaysia angebahnt haben. Das heißt, man versucht, sei es jetzt international oder aber auch in Deutschland, man versucht,
innerhalb des säkularen Raums dem Religiösen noch eine bestimmte Bedeutung zu geben, beziehungsweise über das Religiöse hinweg versucht man eine bestimmte Deutungshoheit für sich zu beanspruchen. Woran erkennt man das? Das kam in dem vorherigen Vortrag auch vor. Es gibt zum Beispiel Halal-Zertifikate, die sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie die Tierhaltung vonstatten geht. Da gibt es natürlich einen Gegentrend. Man versucht vom Bio-Halal-Zertifikaten zu sprechen, sodass man auch auf die Tierhaltung schaut und auch das moderne System der Tierhaltung und der Tierschlachtung versucht auch zu kritisieren. Das heißt, nicht jedes Halal-Zertifikat achtet darauf, wie die Schlachtung vonstatten geht und versucht da eine Veränderung zu bewirken. Aber es gibt auch viele Halal-Zertifikate, die ein besonderes Interesse daran haben und versuchen nicht nur darauf zu schauen, wie die Tiere geschlachtet werden, sondern wie sie gehalten werden und wie das Ganze auch finanziert wird. Also da gibt es, je nachdem, welches Halal-Zertifikat wir sehen, gibt es da verschiedene Trends. Und da bin ich auch auf der letzten Folie, das habe ich tatsächlich nur angeführt, um dieses Bewusstsein auch, also beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, dass die muslimische Tradition nicht unbedingt darauf beharrt, dass man Fleisch verzehren muss. Es ist ein Veganismus oder ein Vegetarismus innerhalb der muslimischen Tradition begründbar. Es gibt mehrere Trends diesbezüglich. Also es kursiert immer wieder die Auffassung, dass Muslime zumindest beim Opferfest immer das Fleisch verzehren müssen, was sie geopfert haben. Das ist nicht der Fall. Und nach der Mehrheitsmeinung der Gelehrten muss man auch ein Tier nicht opfern, es sei denn, man ist auf der Pilgerfahrt. Dann wird das als eine Pflicht ersehen. Seit den 1960er Jahren gibt es tatsächlich die Bewegung, die entweder den Veganismus oder den Vegetarismus als quasi Ziel für die muslimische Tradition sehen. Da gibt es zum Beispiel Wissenschaftler aus den USA wie Sayyid Hossein Nasr, aus schiitischer Prägung. Dagegen gibt es Bewegungen wie etwa die Green Dean Bewegung, also grüne Religion Bewegung, die den Fleischkonsum reduzieren möchte, darauf aufmerksam möchte, dass man weniger Fleisch konsumieren soll. Das ist aber, also diese beiden Bewegungen sind eher in der Moderne zu verorten, aber es gibt auch schon bereits Bewegungen innerhalb der mystischen Tradition der Muslime, die schon im 16., 17. Jahrhundert auf den Verzicht des Fleischkonsums aufmerksam gemacht haben, um die Tiere zu schützen, weil sie von einem ganzheitlichen System Gottes ausgehen. Ein Leben auszulöschen ist ein Leben auszulöschen und entsprechend sollte man das Tier auch nicht schlachten, wobei sie dann die Schlachtung des Tieres während der Pilgerfahrt anders deuten würden und metaphorisch sehen würden. Also die muslimische Tradition kennt auch Bewegungen Richtung Veganismus und Vegetarismus in der Geschichte als auch in der Moderne. Aber grundsätzlich wird auf Fleischverzehr nicht verzichtet. Wenn man Fleisch verzehren möchte, dann sollte das im Rahmen des klassischen Systems des Schächtens so gut es geht geschehen. Und damit möchte ich auch erst einmal meinen Vortrag beenden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank an die beiden Vorträge, die so viele Parallelen, aber auch einige Unterschiede in den jeweiligen Religionsgemeinschaften aufweisen. Und bevor wir zum dialogischen Teil unseres Abends übergehen, möchte ich nochmal unsere Zuschauer und Zuschauerinnen dazu einladen, ihre Fragen über Slido zu stellen. Wir haben jetzt schon zahlreiche Fragen bekommen. Deswegen gleich schon jetzt vorweg, wir müssen tatsächlich auch auswählen, aber trotzdem, ich möchte Sie ermutigen, Ihre Fragen zu stellen. Und eine Sekunde, ich muss gerade auch selber hier die Stelle finden. Genau, also noch einmal die technische Information, wenn Sie auf Slido gehen wollen, dann können Sie das direkt über unsere Homepage oder Sie können auf www.slido.de gehen oder es über die Slido-App, die kostenlose Slido-App, über Ihren App-Store runterladen. Und alle diese Informationen werden jetzt auch gerade eingeblendet. Nun gibt es einige Fragen hier, die sogar, meine ich, in den Vorträgen schon beantwortet wurden.
Und deswegen versuche ich jetzt gerade etwas zu filtern, und zwar eben wirklich die Fragen jetzt zu finden, auch die noch nicht vielleicht so in der Form beantwortet wurden. Ich fange schon mal mit einer Frage an. Und zwar, Professor Kurnaz hat ja jetzt gerade über die Halal-Zertifikate gesprochen. Professor Gross, nun ist es ja so, dass für die einen, was für die einen koscher ist, ist für die anderen ja immer noch nicht koscher. Und wie erklären Sie die unterschiedlichen Koscher-Zertifikate von Glattkoscher, Hescher Zedek, Koscher Lemehadrin, Tafrevrati? Und was für jüdische Gemeinschaften stehen hinter diesen Zertifikaten? Ja, thanks so much for the question. Ja, danke für diese Frage. Tatsächlich ist es so, dass es unterschiedliche Meinungen gibt mit Blick auf die Frage, was bedeutet koscher? Das hängt ab von der Community, das hängt ab von der Tradition im deutschen Judentum. Zum Beispiel gibt es bestimmte Regeln für die koschere Praxis oder das Schächten, die anders sind als anderswo. Das heißt, wir haben hier regionale Ausprägungen. Wir haben zum Beispiel die USA, wo die Ashkenazi, also die Jüdinnen mit deutsch-österreichischen Wurzeln, die Mehrheit stellen. Und das wiederum prägt dann das jeweilige Verständnis von dem, was koscher ist. Also es hängt davon ab, welche Tradition sich in einem bestimmten Land vor allen Dingen ausbildet. Die Frage des Koscherseins ist im Prinzip immer grundsätzlich variabel, was die Striktheit angeht. Es gibt also ein Grundverständnis von dem, was koscher ist, aber dann gibt es Rabbis, die sagen, dass bestimmte rigide, strikte Regeln damit in Verbindung gebracht werden müssen. Also glatt zum Beispiel, glattkoscher ist eine sonst solche ganz klare Festschreibung, die sich als etwas strenger versteht. Und im amerikanischen Kontext ist es praktisch heute der Standard. Also glattkoscher ist das, was wir in den USA mehrheitlich sehen, bei praktisch allen Schächtungen. Also glatt bezieht sich dann auf eine andere Praxis, wenn man so will, auf ein bestimmtes, strikteres Handhaben von Regeln. Also es gibt diese regionalen Differenzen. Und dann gibt es natürlich auch bestimmte Agenturen, die eine bestimmte Marke auf den Markt bringen und dann entsprechende koschere Zertifizierungen damit einhergehen lassen wollen. Und dann gibt es auch die, die sagen, wir brauchen zum Beispiel durchaus eine Markierung, was die soziale Dimension angeht. Also es ist etwas, was hier zum Beispiel explizit über das rein Koschere hinausgeht, also über das Lebensmittel an sich. Bewertet wird also hier dann eher, wie werden diejenigen, die die Schlachtungen vornehmen, behandelt und so weiter und so fort. Wir haben also unterschiedliche Werte, die dann verbunden werden mit unterschiedlichen koscheren Praktiken. Und da haben Sie eine ganze Menge Aspekte, wie zum Beispiel Engagement gegenüber einer bestimmten Tradition oder ganz, ganz aktuelle ethische Fragen. Wir können also sehr viel sagen über die Zertifizierung und ich hoffe, das, was ich hier gesagt habe, hilft ein bisschen Orientierung finden. Ja, wenn wir bei der Orientierung sind, gehe ich direkt zu einer, orientiere ich mich jetzt an eine weitere Frage, wo es um Hausschlachtungen geht. Und tatsächlich, Hausschlachtungen sind ein interessantes Thema, weil Professor Kurnaz, ich gehe direkt zu Ihnen, was in westlichen Ländern als ein
kleiner neuer Trend zu beobachten ist, nämlich Tiere auf dem Bauernhof selber zu schlachten. Das ist ja in vielen muslimischen Ländern eigentlich Normalität. Also manche Familien schlachten sogar ihre Tiere vor dem Opferfest selber. Das allerdings manchmal, mit Ausrufezeichen manchmal, auch ohne amtliche Genehmigung und inmitten von großen Städten. In Europa, wo Hausschlachtungen mit strengen amtlichen Regeln zusammenhängen, wird diese Praxis oft mit Befremden wahrgenommen, was auch mit der Haltung der Tiere natürlich zusammenhängt. Wie beurteilen Sie diese Praxis, aber auch das Befremden? Und meine zweite Frage noch hinterher, darf jeder Muslim und jede Muslima ein Tier schächten oder gibt es auch dort Vorgaben? Vielen Dank für die Frage. Also die erste Frage ist tatsächlich sehr interessant. Es ist, wie Sie beschrieben haben, also ich habe das in der Türkei gesehen, ich habe das in Syrien gesehen, ich habe es selbst in Kairo, Ägypten auch selbst erlebt, dass auf der Straße zum Beispiel solche Schlachtungen stattfinden, insbesondere während des Opferfestes. Es gibt sogar strenge Meinungen, da wären wir wieder bei der Frage, wonach etwas als halal gilt oder nicht, dass das Tier zum Beispiel beim Opferfest von demjenigen, der das Tier gekauft hat, auch unbedingt selbst geschlachtet werden muss. Also diese Auffassung gibt es. Und in diesem Rahmen diskutieren die Gelehrten tatsächlich, ob nur Männer das tun dürfen, ob das auch Frauen tun dürfen. Im Grunde genommen sind sich die Gelehrten einig, dass jeder Muslim das tun kann, solange diese Person als juristisch verantwortlich gilt. Das heißt, sie muss das Alter muss über der Pubertät sein, sodass auch, also wenn jemand alle religiösen Pflichten befolgen muss, kann diese Person dann auch das Tier schächten. Es gibt Gelehrte, die etwas radikaler an die Sache herangehen und sagen, es ist den Männern vorbehalten. Aber im Grunde genommen sind das Randmeinungen, die man hier und da mal in den klassischen Werken sehen kann. Ich bin natürlich auch geprägt von dem europäischen Kontext. Ich weiß, dass in muslimischen Ländern die Hausschlachtung relativ also etwas freier stattfindet und man da etwas flexibler damit umgeht. Aber ich sehe auch dort den Trend, dass nicht jedem mittlerweile erlaubt wird, diese Schlachtung auch zu vollziehen. Sie müssen qualifiziert sein bzw. eine extra Genehmigung haben. Ich denke schon, dass eine bestimmte Kontrolle notwendig ist, damit die Tiere nicht leiden. Also es braucht eine bestimmte Erfahrung, um die Tiere leidlos zu schlachten. Deswegen sollte das nicht jeder tun. Ich weiß auch, dass beim Opferfest sowohl in Ägypten als auch in der Türkei dazu aufgerufen wird, auf Hausschlachtungen so gut es geht zu verzichten. Das Befremdliche daran, ich kann das nicht ganz einordnen. Also ich finde es eigentlich, wenn jemand diese Fähigkeit besitzt, kann die Person das auch durchführen. Insbesondere dann, wenn die Person so eine Hausschlachtung vornimmt, beziehungsweise auf einem Bauernhof diese Schlachtung vornimmt und das Tier halt eben von der Massentierhaltung dann auch befreit, kann das auch etwas sein, was zu begrüßen ist. Aber ich würde tatsächlich darauf beharren, zu sagen, dass trotzdem nicht jeder das machen, also dass nicht jeder tun sollen dürfte, eine Hausschlachtung zu vollziehen, sondern eine bestimmte Qualifikation haben sollte. Keine Ahnung, das kann so ein Mini-Zertifikat sein, sodass man dort auch, also es öffnet leider Tür und Tor dafür, dass das Tier noch größer daran leidet, an dieser Schlachtungsform, weil man muss ja eine Erfahrung sammeln und diese Erfahrung sammelt man einfach nicht vor dem Simulator. Deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann das Befremden verstehen, da ich auch den Trend in den muslimischen Ländern dahingehend sehe, dass dort auch stärker kontrolliert wird, ist eine Kontrolle tatsächlich also nicht fehl am Platz. Professor Gross, wie ist es im Judentum? Darf jeder Jude und jede Jüdin schächten? Und also mit Betonung auch Jüdin female? Und gibt es im Judentum auch Hausschlachtungen? Ja, so
Traditionell wird von einem Mann geschlachtet. Das impliziert, dass jemand geschult ist, trainiert ist, das kann. Und das ist im Übrigen die Praxis in den koscheren Schlachthäusern, soweit ich das weiß. Vielleicht ein bisschen Hintergrund, damit man das versteht. Wir haben diese große Bandbreite von Ansätzen, was das jüdische Recht angeht. Und was das Problem in einer Diskussion, wie wir sie heute haben, ist, also wenn es um die Regelungen des Koscheren geht und Ernährungsbestimmungen und Ähnliches, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Im Judentum gibt es unterschiedliche Sichtweisen mit Blick auf die Frage, was die Regelungen sind. Es gibt diejenigen, die den Traditionen folgen, die bereits im Mittelalter robust waren und über die Gelehrten bis in die Gegenwart vermittelt wurden. Die Entscheidungen und die Schlussfolgerungen aus diesen Prozessen sind also das, was heute noch gelebt wird. Und man versucht eben, so nah wie möglich an diesen historischen Prozederen zu leben und sich an ihnen zu orientieren. Auf der anderen Seite, und das ist sicherlich die Mehrheit der Juden und Jüdinnen weltweit, gibt es nicht diese Orientierung am jüdischen Recht. Also man weiß, es gibt die Regeln und Bestimmungen, aber man hält sich nicht unbedingt daran, entweder weil man sich ohnehin als säkular versteht oder weil man sich zwar als religiösen Juden oder religiöse Jüdin begreift, aber weiß, dass das Recht durchaus die Kritik am traditionellen Prozess implizieren kann. Und das stellt dann grundsätzlich die Frage, wie Gesetze gemacht werden, in Frage. Und ganz wichtig ist immer der Aspekt der persönlichen Autonomie. Das heißt, im Judentum wird das Recht traditionell verstanden, aber von vielen heute abgelehnt. Nun ist die Frage, die Sie stellen, wer darf schlachten? Aus einer orthodoxen Perspektive in der Gegenwart würde man die Frage auf die eine Art und Weise beantworten und das entsprechend dann interpretieren. In einer konservativen Bewegung, die eine religiöse Bewegung ist und sich auch durchaus gebunden sieht durch die traditionelle Halacha, aber dennoch anders agiert als die orthodoxen Juden und Jüdinnen und dann wiederum die Reformjuden und Jüdinnen, die wiederum eine andere Antwort geben. Und wenn Sie dann diese Frage stellen, wer darf schlachten, bekommen Sie jeweils unterschiedliche Antworten. Und insofern kann ich nur sagen, traditionell waren es die Männer, also sich an die religiösen Bestimmungen haltende Männer. Und jetzt die Frage nach dem Schlachten außerhalb von Schlachthäusern. Ich gehe davon aus, dass das nach jüdischem Recht erlaubt ist, wenn es eben legal ist im jeweiligen Staat, im jeweiligen Land. Aber ich habe davon noch nie gehört. Also es ist jedenfalls keine Bewegung oder ein großes Phänomen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Mhm. Ich muss noch einmal nachhaken, weil es wurde ja heute schon darüber gesprochen, dass man nicht immer rationale Antworten finden kann. Aber trotz alledem, ich muss jetzt noch mal nachhaken, als Frau muss ich einfach noch mal fragen, warum gibt es eine Begründung im Judentum? Gibt es eine Begründung, warum Frauen im traditionellen Judentum nicht schächten dürfen? Ja.
Yeah, so thank you for the question. And I'm glad that I spent a moment to, danke für die Frage und ich freue mich, dass ich das kurz anführen durfte, also diese unterschiedlichen Reaktionen entsprechend dem jüdischen Recht. Gender, das Geschlecht, das sehen wir sicherlich sagen hat. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Autorität, aber das ist ganz simpel, das Bild, und das sehen wir ja im Christentum und auch im Islam nicht anders. Insofern kann ich Ihnen keinen speziellen Grund nennen, warum die Frauen nicht schlachten oder schlachten dürfen. Also eine Begründung, die irgendwie anders wäre als das, was wir insgesamt als eine patriarchalische Antwort begreifen könnten. In den Bewegungen heute sehen wir natürlich systematische Kritik an dieser Geschichte und an der Tatsache, dass eben nur Männer diese Positionen der Autorität innehaben dürfen. Und das ist natürlich ebenfalls ein weites Feld, wenn man die Diskussion darüber beginnt. Meine Antwort auf Ihre Frage wäre insofern für den Moment die, dass Schlachter werden ein Beruf ist und eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und die Frauen würden vielleicht dieses Vehikel nicht nutzen wollen oder vielleicht haben sie auch persönliche Gründe, diesen Weg nicht zu gehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Frage des Empowerment und der Versuche, die eingefahrenen Strukturen zu überwinden. Aber da sehen wir doch viel, was eben nicht spezifisch ist für das Judentum, sondern was generell zu sagen wäre über patriarchalische Strukturen oder Gesellschaften. Mit anderen Worten, wir haben hier keine großen Bewegungen. Wir haben auch in den USA zum Beispiel keine große Bewegung von Frauen, die zum Beispiel sagen, sie wollen Schock-Team werden, also mit dem Schächten zu tun haben. Aber es gibt sehr wohl in anderen Bereichen sehr robuste, starke Bewegungen von Frauen, die sich hier stärker bewegen wollen. Im Rabbinertum zum Beispiel. Ich meine, wenn wir die Antworten wiederum, wenn wir die Frage wiederum stellen würden an die unterschiedlichen Strömungen, dann würden wir auch wiederum unterschiedliche Antworten bekommen. Die moderneren würden vielleicht so antworten wie ich, die traditionelleren antworten anders. Okay, da passt ja fast der Spruch, zwei Juden und drei Meinungen. Ich weiß nicht, ob es in den USA, ich sehe schon am Nicken, dass es auch in den USA diesen Spruch gibt. Wenn wir aber schon bei den Hausschlachtungen sind und hier habe ich eine sehr interessante Frage von einer Zuschauerin. Und zwar, das passt jetzt gerade als guter Übergang, und zwar dürfen Juden und Muslime das Blut der Fische verspeisen? Warum? Fragezeichen. Und tatsächlich, das ist eine Frage, die mich auch interessiert, weil Fisch kann man höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ein Fisch hat ja nun auch Blut. Und ich glaube, es geht hier darauf hinaus, also ich kann jetzt nur aus der jüdischen Perspektive sagen, dass Fische ja nicht geschächtet werden müssen, wenn ich mich nicht irre. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt etwas Falsches sage. Also warum müssen Fische nicht geschächtet werden, aber Säugetiere auf der Erde müssen geschächtet werden? Die Frage geht erstmal direkt an Professor Gross. Ja, wunderbare Frage. Das hat mit der Frage biblische Biologie versus zeitgenössische Biologie zu tun. Wir haben ein spezifisches Verständnis bei den Rabbis und in der Tradition, was Blut angeht. Und traditionell war die Idee, dass das Blut der Fische ein anderes
ist als das der Säugetiere. Das ist natürlich etwas, was ganz stark auch zurückzuführen ist auf die biblische Tradition und dann Eingang findet in die Kaschrut-Gesetze. Blut ist sozusagen das Zeichen des Lebens selbst. Und das jüdische Recht würde sich drastisch ändern müssen und es hätte enorme Implikationen, wenn man davon ausginge, dass Fische Blut haben. Also, dass die gleichen Regelungen für Fische gelten sollten wie für Säugetiere. Aber man hat die Fische anders verstanden. Die Fische haben kein Blut und so findet sich das im jüdischen Recht und es ist daher auch sehr leicht, koscher zu sein und mit Fischen zu tun zu haben. Das ist ein interessanter Zufall, wie es dazu gekommen ist. Ich meine, heute wissen wir viel mehr biologisch über die Fische und gewissermaßen impliziert das, dass das auch sich im jüdischen Recht niederschlagen müsste. Und es gibt jüdische Kreise, die die Frage stellen, was bedeutet es, sich ethisch zu ernähren, entsprechend den Gesetzen, so eine Art öko-koschere Variante. Aber wie gesagt, anfangs sah man das einfach anders. Also Blut spielte eher eine Rolle, wenn man es mit Geflügel zu tun hatte oder Vieh, Rindern und so weiter. Und was die Fische angeht, waren diese außen vor, aber unter dieser ökologischen Dimension ist es vielleicht interessant, die neu zu betrachten. Professor Kurnas, wie sieht es im Islam aus? Also tatsächlich wieder sehr ähnlich. Man unterscheidet zwischen Fischen und Säugetieren und geht davon aus eigentlich, dass bei den Fischen also nicht das Blut vorzufinden ist, was man als Blut bei Säugetieren wiederfindet. Da stellt sich diese Frage gar nicht. Also in den klassischen Quellen, auch in den autoritativen Texten, ist keine Aussage darüber, dass man Fische entsprechend dann auch schlachten oder schächten müsse. Ganz im Gegenteil. Alles, was im Wasser auch verendet, also auch stirbt und dann an der Oberfläche schwimmt, darf trotzdem gegessen werden. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das mit der Aussage des Propheten zu tun hat, dass das Meerwasser als rein gilt und als reinigend gilt. Also das Wasser selbst ist rein und das gilt auch als reinigend. Daher ist das Verendete auch im Wasser zu verzehren erlaubt. Und das wird dann kategorial unterschieden zu Landtieren. Und dort gilt das interessanterweise, Blut ist in der muslimischen Tradition verunreinigend und unrein. Und entsprechend, da sie das halt eben nicht auf Fische übertragen und grundsätzlich gesagt wird, dass das Verendete im Wasser gegessen werden darf, wird eine Unterscheidung vorgenommen. Das ist in der Moderne sowie in der Tradition nicht anders. Das wird auch heute nicht anders bewertet. Das Einzige, worauf man achten würde, ist dann halt eben bei der, wenn man wirklich so strenge Auflagen setzen würde für die Schlachtung von Tieren, dann würde man das quasi als Analogie dafür nehmen können, um entsprechende Vorschriften für die Züchtung von Fischen dann auch vorauszusetzen. Aber ansonsten gibt es keine Diskussion, die jetzt irgendwie eine Parallele zwischen Meerestieren und Landtieren quasi ziehen würde und dann Vergleich machen würde. Da ist die quasi die Wahrnehmung von diesen Tieren eine ganz unterschiedliche und deswegen werden sie als zwei unterschiedliche Kategorien wahrgenommen. Okay, ich habe jetzt noch eine interessante Frage, die sich auch mit einer Frage von mir im Grunde genommen verknüpft. Hier wird gefragt, wie müsste konkret das industrielle System angepasst werden, damit die Schechita, hebräisch, also das Schächten, vernünftig, in Klammern tiergerecht, durchgeführt werden kann. Und da muss ich tatsächlich, also Professor Kurnas, Sie haben ja in Ihrem Vortrag schon wunderbar über diese muslimischen vegetarischen Bewegungen erzählt. Ich war sehr beeindruckt. Ich habe davon bisher noch nie was gewusst. Nun ist es ja aber, wie ist es eigentlich auf der jüdischen Seite? Also
Die Sache ist, Professor Kunas, Sie haben es ja jetzt auch sogar so, also richtige rechtswissenschaftliche Erklärungen von Mystikern gerade erklärt, warum vegetarisches Essen sogar aus muslimischer Sicht praktisch befürwortet werden kann und sogar die Schächtung bei der Pilgerreise metaphorisch gemacht werden kann. Sehr interessant. Aber die Frage ist, geht jetzt deshalb zu Professor Gross. In den USA und in Großbritannien gibt es ja beachtlich viele Vegetarier und Vegetarierinnen. Es gibt sogar auch Organisationen. Sie haben gerade selber Ihre Organisation genannt. Und dann gibt es die Jewish Vegetarian Society in Großbritannien. Und Jonathan Safran Foer, ein bekannter jüdischer Autor, sprach in seinem Film If This Is Kosher über die in seinen Augen grausame Praxis in manchen US-amerikanischen jüdischen Schlachthöfen. Und deshalb diese Frage von unserer Zuschauerin oder Zuschauer: Wie beurteilen Sie diese Kritik auch von Jonathan Safran Foer? Und gibt es einen jüdischen Vegetarismus, der mit jüdischer Ethik argumentiert wird? Und dann auch, gibt es nach all diesen Diskussionen eine Veränderung bei der jüdischen Tierhaltung in den jüdischen Schächthäusern? Thanks so much for the rich question. So a couple things there. Spannende Frage. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich durchaus sympathisiere mit der Kritik von Jonathan Safran Foer, wie er sie in seinem Buch On Eating Animals thematisiert. Es ist eine systematische Kritik an den Fabriken, an der industriellen Landwirtschaft. Und es ist eine Ermutigung zum Vegetarier oder Veganer sein. Es gibt also durchaus eine lebendige Subkultur, wenn Sie so wollen, ein jüdisches Vegetarier- oder Veganertum. Es gibt ein Buch mit einer ganzen Reihe von Essays, die sich unterschiedlichen Aspekten dieses Phänomens widmen. Es gibt also jenseits von Organisationen und Bewegungen eine ganze Reihe von Initiativen im Bereich Vegetarismus oder Veganismus und Judentum. Das verweist eigentlich darauf, wie problematisch die Industrialisierung von Landwirtschaft auch geworden ist. Es stellen sich Fragen von Besitz, von Verantwortung, von genetischer Manipulation. Es stellen sich die ökologischen Fragen. Und wenn wir das alles zusammenfügen, dann wird es zunehmend klar, dass es nicht ausreicht, einfach einzelne Aspekte auszublenden oder rauszunehmen aus dem großen Ganzen, sondern die Probleme, die wir sehen, die zu tun haben mit der industriellen Schlachtung, sind enorm. Und wir töten Tiere industriell in großer Zahl. Und insofern brauchen wir eine systemische und systematische Kritik. Wir müssen uns grundsätzlich in eine andere Richtung wenden, schauen, wie es anders gehen kann als industriell. Ansonsten nehmen die Probleme zu, das Leiden der Tiere, Abfall, ökologische Katastrophe, Misshandlung und so weiter und so fort. Das heißt, es
gibt zunehmend Kritik am industriellen System. Diejenigen aber, die weiter Fleisch essen oder essen wollen, können dennoch einiges tun, damit Tiere weniger leiden. Im koscheren Kontext heißt das, Anlagen zu haben, in denen tatsächlich koscher geschlachtet werden kann oder geschächtet werden kann. Wenn eine Anlage von Anfang an so gestaltet ist, dass dort Schächten möglich ist, dann haben wir aus der Perspektive des Tierwohls durchaus die Möglichkeit, richtig zu agieren und gut zu agieren. Und in diese Richtung sollte es gehen. Die Probleme, und das ist natürlich die herrschende Situation, mit der wir uns heute auseinandersetzen müssen, wenn es eben Anlagen gibt, die nicht speziell für das Schlachten gemacht sind, sondern die für das generelle Schlachten gedacht sind. Da haben wir natürlich eine ganze Menge Herausforderungen, die sich uns stellen, wenn wir versuchen, das unter einen Hut zu bringen mit dem Tierwohl. Das wird vielleicht zu technisch, wenn wir das hier diskutieren. Aber wenn man in dieser kompromittierten Situation ist, dann sollte man sich vielleicht konsultieren mit Experten und Expertinnen für Tierwohl, um zu schauen, wie man so weit wie möglich auch gewährleisten kann, dass das Tierwohl gegeben ist. Also, wir können auf der einen Seite hingehen, weniger Fleisch essen und uns in Richtung Vegetarismus bewegen. Zweite Möglichkeit, wir betrachten Reformen und haben auf unserer Agenda eine bessere Umsetzung und tatsächlich die Grundsätze des religiösen Schächtens. Und zum Dritten andere Protokolle grundsätzlich. Vielen Dank für Ihre Antwort. Hier kommt auch eine nächste Frage, und zwar, es ist eher eine historische Frage eigentlich, auf Englisch. Ich lese es erst einmal auf Englisch vor und werde es dann auf Deutsch übersetzen. When, where did stunning get introduced into slaughter? Und B, when did the kosher slaughter practice get transferred into wann begann man mit der Betäubung in der Schlachtwirtschaft generell? Und das ist die Frage A. Und die Frage B ist, wann wurde das koschere Schächten, und ich denke, hier kann man auch gleich auch das Halal-Schächten industrialisiert. Ich würde die Frage gerne jetzt als erstes an Herrn Kurnas richten. Können Sie diese zwei Fragen beantworten? Also ich muss tatsächlich sagen, ich kenne den genauen Zeitpunkt nicht, aber das dürfte erst im 20. Jahrhundert der Fall gewesen sein. Auf beide Fragen kann man entsprechend antworten, weil also mit der Industrialisierung und der Massentierhaltung entsprechend wurde da überhaupt dieses Problem akut. Einen genauen Zeitpunkt kann ich leider da nicht nennen, aber es dürfte eher in das 20. Jahrhundert fallen. Wann genau da, das kann ich leider nicht sagen. Ich vermute mal, dass das eine Frage ist, die sich eigentlich nicht spezifisch jetzt auf das Jüdische oder auf das Muslimische richtet. Aber möglicherweise kann Professor Gross dazu etwas aus der amerikanischen Sicht sagen. Ich habe das jetzt gerade nicht gehört. Insofern weiß ich gar nicht, was die Frage war. Oh, okay. Soll ich die Frage noch mal auf Deutsch, auf Englisch? Okay, ich werde die Frage noch mal auf Englisch vorlesen. Question A and question B. Great.
My understanding is this is the late 1800s, at least in the Soweit ich weiß, war das zumindest im amerikanischen Kontext Ende des 18. Jahrhunderts mit der beginnenden Industrialisierung. Erst mit der Möglichkeit des Kühlens änderte sich etwas. Also man hatte erst dann die Möglichkeit, zum Beispiel in einem Teil des Landes etwas anzubauen oder Tiere zu züchten und dann an anderen Orten weiter zu verarbeiten oder zu schlachten. Es gab dann auch die Konzentration von Tieren in bestimmten Regionen und mit zunehmender technischer Entwicklung ergaben sich dann auch Fließbandsysteme für die Schlachthöfe. Also das ist Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Kontext, ich glaube im europäischen auch. Und natürlich, je mehr Technik eine Rolle spielt, desto mehr Grausamkeit haben sie. Sie haben Zeitdruck, sie haben weniger Professionalität. Das ist ja ganz anders in einer solchen großen Anlage als bei einem kleinen Metzger. Und insofern entwickelte sich als Konsequenz daraus zunehmend die Forderung nach einer Betäubung der Tiere. Und das ist das, was ich ja in meinem Vortrag bereits sagte. Die Schlachthöfe sind bereits so ausgelegt, werden so gebaut, dass berücksichtigt wird, dass die Tiere betäubt werden. Also man macht Dinge mit den Tieren, die man niemals mit ihnen tun würde, wenn sie nicht betäubt werden. Also man legt sie auf den Rücken, man hängt sie an den Beinen auf, man lässt sie über ein langes Fließbandsystem quer durch riesige Hallen ziehen. Das würde man nicht machen, wenn die Tiere nicht betäubt wären. Und das ist natürlich etwas ganz anderes als die traditionelle Schlachtung. Und in einem solchen Kontext, also in einer solchen Technisierung, wird natürlich die Forderung nach einer Betäubung der Tiere zu einer sehr, sehr wichtigen humanen Sache. Mit Zugang zu den Schlachthöfen ergab sich auch Widerstand und natürlich auch entsprechende Modifizierung für koschere Schlachthöfe. Wenn wir jetzt schon gerade über die Betäubung sprechen, habe ich hier auch eine passende weitere Frage. Eine Frage, die ein bisschen direkt ist, sagen wir es so. Ich lese sie mal vor. Meinen Sie, dass das Durchtrennen des Halses ohne Betäubung, ohne Schmerzen, Leiden und Schaden des Tieres einhergehen? Also die Frage geht im Grunde genommen in die Richtung, leidet das Tier dann denn etwa nicht durch diesen Schnitt? Die Frage geht erstmal an Herrn Kurnas. Doch, also das Tier leidet in jedem Fall. Es gibt aber tatsächlich, das kann ich nicht beurteilen, sondern nur wiedergeben. Und zwar behaupten einige, die unbedingt für die traditionelle Schlachtung sind, dass das Tier dabei weniger leidet, als wenn es durch zum Beispiel einen Bolzenschuss zuerst einmal betäubt wird und dann die Schlachtung stattfindet. Das wird behauptet, indem man bestimmte Messungen vornimmt. Diese Meinung gibt es, ich kann das nicht beurteilen. Es hört sich für einen Laien so an, als wäre das nicht nachvollziehbar, weil die Betäubung soll ja halt dem Leid mindern. Wobei man aber auch sagen muss, dass eigentlich, jetzt spreche ich für die traditionelle Literatur, wo es nicht die Möglichkeit des Betäubens gab, für die war es wichtig, dass halt eben durch die Durchtrennung der Luft- und Speiseröhre die Verblutung so beschleunigen sollte, dass innerhalb von wenigen Augenblicken das Tier durch dieses starke Ausbluten schon ohnmächtig wird und dadurch das Leid reduziert werden soll. Also diese ganz klare Beschreibung der Trennung der Speise- und Luftröhre und wie das geschehen soll, dass es bei einem Male geschehen soll. Der Grundgedanke ist dahinter tatsächlich die Minimierung des Leids. Es gibt natürlich viele Gelehrte, die heutzutage sagen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist gesetzlich,
sollte trotzdem betäubt werden, um das Leid zu minimieren. Aber es steht zur Debatte halt eben, was das Leid des Tieres definitiv minimieren kann, beziehungsweise zu weniger Leid führt. Da gibt es die verschiedenen Lager und es ist eigentlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit erwiesen, dass nicht betäubte Schlachten besser sei als betäubte Schlachten oder umgekehrt, sondern das ist immer ein Gefühl, das die Menschen entwickeln, weil wir denken, das Betäuben führt automatisch dazu, dass das Tier gar nichts miterlebt. Der Vorgang ist halt eben nicht beschreibbar, weil man halt eben, entweder muss man das an bestimmten Dingen messen und dann kommt es immer darauf an, was sie beim Messen als, also wie sie diese Werte, die sie nach dem Messen erhalten, wie sie die auch deuten. Da gibt es halt eben die zwei Lager, die miteinander im Disput stehen. Und die einen bestehen unabhängig, und das ist auch ganz wichtig, die einen bestehen auf die traditionelle Schlachtung, unabhängig der Frage danach, ob ohne oder mit Betäubung das Tier weniger Leid erleidet, weil sie dann eine eher stark traditionalistische bis hin zu fundamentalistischen oder wortgetreuen Auffassung folgen, dass das so in den Quellen steht und man das so zu praktizieren hat, unabhängig der Frage des Leids. Dagegen gibt es aber halt eben auch den Trend zu sagen, um Leid zu minimieren, sollte trotzdem betäubt werden auf die Art oder jene Art. Wobei beim Bolzenschuss die meisten eigentlich dagegen sind, weil sie sagen, der Bolzenschuss führt dazu, dass das Tier eigentlich noch stärker daran leidet, als wenn man die traditionelle Schlachtung durchführen würde. Das sind so die unterschiedlichen Meinungen, die nebeneinander gelegt werden können. Wobei, wie gesagt, es gibt eine ganz traditionelle Meinung, die dann darauf bestehen würde, die Schlachtung so vorzunehmen, wie das die klassische Literatur darstellt, weil die religiösen Texte das so beschreiben. Die anderen dagegen würden kontextualisieren und innerhalb der Möglichkeiten, die uns heute vorliegen, würden sie dann sagen, was zur Leidminimierung führt, ist auch zu begrüßen, solange das Tier nicht stirbt vor der Schächtung. Also das Tier darf auf keinen Fall sterben und das ist immer mit einem bestimmten Grad an Leid verbunden. Und deswegen spricht man auch gerne über Leidminimierung und keinem Ausschluss, weil Leidausschluss würde bedeuten, also obwohl beim Töten entsteht auch Leid, also es entsteht immer Leid. Weshalb sich auch diese Tradition entwickelt hat des Veganismus und Vegetarismus. Professor Gross, ist es im Judentum ähnlich? Gibt es da ähnliche Erklärungen oder gibt es da vielleicht noch ergänzend etwas zu sagen? Yeah, no, thanks for the very direct question. So I take this to be a scientific, you know, a question about, ich verstehe das als eine wissenschaftliche Frage. Hier geht es um die jüdische und muslimische Praxis mit Blick auf das Schlachten mit Betäubung. Was ich wichtig finde, ist Folgendes. Wenn wir das Leiden der Tiere mindern wollen, dann wäre es nicht gut, wenn wir auf den Moment des Schlachtens schauen. Natürlich ist da sehr viel erreicht worden, Fortschritte sind gemacht worden, was die Gesetze angeht und was die Gestaltung der Schlachthäuser angeht. Ganze Bereiche sind hier berücksichtigt worden. Das Geflügel weltweit unterliegt allen möglichen Situationen von Krankheiten und Deformationen als Folge genetischer Veränderungen, die sie dann leiden lassen, diese Tiere. Und natürlich konzentriert man sich darauf in der Politik und versucht, Lösungen zu finden und man versucht, das Leiden der Tiere zu mindern. Nun zur wissenschaftlichen Frage. Wenn wir versuchen, optimale Situationen zu vergleichen, optimales koscheres Schächten und optimales Schlachten mit Betäubung, dann sieht es so aus. Mit Betäubung
Mit Bolzenschuss zum Beispiel funktioniert das so, dass hier wirklich auf den Kopf geschlagen wird und eingedrungen wird in den Schädel des Tieres. Es ist ein spezifisches Betäuben der Tiere, anders als ansonsten im jüdischen oder muslimischen Kontext. Nun ist es so, wenn ein Tier betäubt wird auf diese Art und Weise, dann verliert es unmittelbar das Bewusstsein. Also es ist so, ich sehe das Tier, ich sehe den Kopf, ich sehe das Feuer und das Tier bricht zusammen. Das ist eigentlich eine gute Art zu sterben. Problem, es funktioniert nicht immer so. Ganz oft ist es so, dass der Bolzenschuss schief geht und das Tier einfach nur verletzt wird. Und dann muss man eben schauen, was man in einer solchen Situation macht. Wenn das Schlachthaus nicht gut gemanagt wird, dann kann es viele Tiere geben, die ein, zwei, dreimal geschlagen werden müssen, bevor sie sterben. Und das kann passieren, wenn man eben Bolzenschussbetäubung als Variante wählt, um das Tierleiden zu mindern. Nun, im Kontext des koscheren Schächtens. Was funktioniert im Laufe der Zeit, ist Folgendes. Wenn der Shechita-Schnitt durchgeführt wird und das Tier ruhig ist. Und ich erzähle hier keine Anekdoten, ich zitiere WissenschaftlerInnen aus der Welt zu diesem Thema. Tommy Randon zum Beispiel, der sagt, dass das Tier, wenn dieser Schnitt gut gemacht wird, richtig gemacht wird, nicht einmal den Schnitt selber spürt. Wenn ein gut ausgebildeter, gebildeter Schlachter diesen Schnitt vollzieht, dann spürt das Tier ihn quasi nicht. Ich sage damit nicht, dass es keinen Schmerz gäbe, aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Und im optimalen Fall zeigt das Tier keine Reaktion auf den Schnitt, weiß ja auch nicht, dass es geschnitten wird, dann beginnt der Blutverlust und nach ganz wenigen Momenten beginnt die Bewusstlosigkeit. Das sind die wissenschaftlichen Tests, die ich kenne und die uns helfen, ein Urteil zu fällen über diese beiden Methoden. Wenn es optimal läuft, wenn es richtig gut läuft, dann geht die eine wie die andere Variante, aber es ist eben ganz oft nicht so, dass es optimal läuft. Und dann stellt sich die Frage, wie schaffen wir ein System, in dem der Bolzenschuss eben so funktioniert, wie er funktionieren soll? Oder wenn koscher oder halal geschlachtet oder geschächtet wird, wie schaffen wir dann ein System, damit das Tier eben nicht reagiert auf den Schnitt und schnell das Bewusstsein verliert? Und insofern stellt sich natürlich die ultimative Frage, was ist besser? Ich glaube, es gibt keine wissenschaftliche Antwort auf diese Frage. Aber wenn wir die tatsächlichen Schlachthäuser miteinander vergleichen, dann können wir diese Frage, glaube ich, besser beantworten. Denn wir können WissenschaftlerInnen in bestimmte Schlachthöfe schicken und diese messen dann, was dort geschieht und vergleichen die unterschiedlichen Systeme. Gleichwohl beantwortet das die Frage global nicht, sondern kann dann nur etwas aussagen über ein spezifisches Schlachthaus und wie dieses funktioniert. Mit anderen Worten, ich glaube, es gibt keinen offensichtlichen menschlichen Vorteil, was das Betäuben angeht. Abgesehen vom industriellen Schlachthaussystem, innerhalb einer industriellen Schlachthaus-Herangehensweise ergibt Betäubung natürlich sehr, sehr viel Sinn, denn es ist keine Situation in einem solchen Kontext möglich, in dem das Tier ruhig wäre. Und
Die Tiere erleben ja auch Stress, wenn sie andere Tiere geschlachtet sehen. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden in einem Schlachthaus. Also das sind Riesenprobleme, die wir hier haben mit der industriellen Schlachtung. Und da ist natürlich Betäubung ein ganz wichtiger Faktor, eine Argumentation für das Tierwohl. Aber es löst nicht das Grundproblem der industriellen Schlachtung. Das ist nicht sozusagen der Gipfel dessen, was der Mensch erreichen kann. Ich habe hier, vielen Dank erstmal für Ihre Antwort, für die Antworten von Ihnen beiden. Anscheinend ist das Thema Betäubung auch für unsere Zuschauer ein sehr zentrales Thema, denn es gibt hier eine weitere Frage, wo noch einmal nachgehakt wird. Ist aus jüdischer Sicht also die Betäubung wegen der Verletzungsgefahr des Tieres wie im Islam verboten? Ist es korrekt oder ist die Erklärung eine andere? Also die Frage richtet sich offensichtlich direkt an Professor Gross. Das ist die Betäubung, also noch einmal im Klaren, ist die Betäubung im Judentum nur deshalb nicht erlaubt, weil das Tier sich dadurch verletzen kann? The Jewish legal reason for the prohibiting on stunning. Der rechtliche Grund ist, dass im Judentum das Tier gesund sein muss, und das wird bestimmt dadurch, dass das Tier bei Bewusstsein ist. Wenn das Tier bewusst ist, dann wissen wir, dass das Tier gesund ist, dass es aufwacht. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein technischer Aspekt mit Blick auf das jüdische Recht ist genau das, was ich geschildert habe. Und wir haben insofern hier kein inhärentes Problem, was die Betäubung an sich angeht. Also es gibt nichts, was eine Betäubung an sich verbieten würde. Aber es geht eben darum, dass das Tier gesund ist. Hier haben wir zum Beispiel dann auch die Diskussion darüber, dass Tiere, obwohl sie betäubt sind, möglicherweise wieder aufwachen könnten. Das stellt aber im jüdischen Recht dann wiederum nicht ein Problem dar. Also vielleicht theoretisch ja, aber in der Praxis, also ich wüsste nicht, dass es Experimente gäbe, aber in der Praxis sieht das anders aus. Bei großformatigen Schlachtungen werden ja Systeme entwickelt, die den koscheren Bedingungen entsprechen. Mit anderen Worten, die jüdische Argumentation gegen die Betäubung ist, dass das Tier gesund sein muss, wenn es geschächtet wird. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass die Betäubung ein Mehr an Wohlergehen bedeuten kann. Da gibt es auch gar keinen Zweifel. Das verbessert sicherlich das Tierwohl, aber es ist nicht die Lösung letztendlich. Wenn es gut läuft, dann ist es gut, ja. Aber es ist eben nicht die ultimative Lösung, entsprechend dem jüdischen Recht. Die Rabbiner und Rabbinerinnen argumentieren, dass die Tiere bewusst sein müssen, wenn sie geschächtet werden, damit wir wissen, dass sie gesund sind. Professor Kodnas, Sie hatten ja in Ihrem Vortrag auch über die Betäubung ziemlich viel schon gesagt, und vielleicht könnten Sie aber trotzdem noch einmal nach Professor Gross Antwort etwas Ergänzendes aus der islamwissenschaftlichen Sicht ergänzen? Es ist tatsächlich so, also die größte Sorge bei der Betäubung ist auch, dass man nicht feststellen kann, zum einen ist das Tier, also zumindest bei dem Bolzenschuss ist es so, dass das Tier auch sterben kann. Und da muss man feststellen, also wenn das Tier stirbt vor der Schlachtung, dann ist für die muslimische Tradition, auch wenn man feststellen würde, dass das Tier gesund ist, ist nicht verzehrbar, das Fleisch. Das ist dann, gilt als verendetes. Das ist das größte Problem. Ansonsten ist eigentlich gegen eine Elektro-Kurzzeitbetäubung zum Beispiel
Da sprechen die Mehrheit der Gelehrten mittlerweile, sprechen sich dann dafür aus, dass das dann das Leid mindert und deswegen auch vollzogen werden kann bei der Schlachtung. Aber grundsätzlich, um ganz sicher zu gehen, dass das Tier nicht stirbt, beziehungsweise noch bei, also dass der Tod ausgeschlossen werden kann, empfehlen dann auch diese Gelehrten, dass man auf die Betäubung verzichten sollte. Diejenigen, die wirklich extrem gegen die Betäubung sind, in welcher Form auch immer, die haben ein sehr literales Verständnis von den religiösen Quellen, die dann darauf bestehen zu sagen, das kommt so in den Quellen nicht vor, also dürfen wir das auch nicht tun. Wobei die anderen, die dann zum Beispiel so eine Kurzzeitbetäubung dann erlauben würden, weil das nützlich ist, beziehungsweise dem Tier weniger schadet, teleologisch argumentieren würden. Sie würden dann darauf schauen, das Tier stirbt nicht, das können wir garantieren, das wird auch nicht verletzt. Es ist gesund, wenn das garantiert werden kann, dann kann auch eine Betäubung vollzogen werden. Das sind so grundsätzlich die Lager, die aufeinander kollidieren. Die größte Skepsis hat man, Professor Gross hat das ja gerade eben dargestellt, wie ein Bolzenschuss aussieht. Die größte Sorge ist halt eben bei dem Bolzenschuss, dass dem Tier geschadet wird und dass das Tier dadurch auch sterben kann, weil das halt eben auch ein grausamer Akt ist. Also ich meine, ich will jetzt das Durchschneiden der Kehle jetzt nicht als einen wundersamen Akt darstellen, das mache ich tatsächlich nicht. Aber der Bolzenstoß ist auch schon, also ich sag mal es auf gut Deutsch, es hat es auch in sich. Und das darf man auch nicht kleinreden. Und deswegen gibt es da halt eben Aushandlungsprozesse, inwiefern welche Art des Betäubens dann auch die adäquate Form ist. Wir haben noch nicht mehr viel Zeit und hier kommt eine Frage, die sich auch mit meiner eigentlich, die auch mit meiner übereinstimmt. Nun ist ja die Beziehung zwischen Mensch und Tier hat sich ja in den letzten 100 Jahren ziemlich verändert. Während auf der einen Seite so viel Fleisch wie noch nie konsumiert wird, ist auf der anderen Seite eine besondere Tierliebe zu beobachten, die teilweise fast zu einer Vermenschlichung der Tiere geht. So gibt es Online-Trauerforen um verstorbene Haustiere, in denen Fragen aufkommen wie, wohin geht die Seele meiner Katze? Und hier ist tatsächlich auch die Frage, was passiert mit den Tieren nach dem Tod? Und ich denke, diese Frage zielt darauf hinaus. Und deshalb meine Frage an Professor Gross, was sagen Sie dazu? Hat ein Tier aus jüdischer Sicht eine Seele? Und wenn ja, wohin geht die Seele? Und hat die Seele eines rituell geschächteten Tieres vielleicht sogar noch besondere Privilegien im Jenseits? So thanks so much for raising the question of the broader relationship of für die Frage nach der Beziehung zwischen Mensch und Tier. Ich denke, das ist ja etwas, was insgesamt hinter dieser Diskussion steht. Die Frage nach der Beziehung würde ich wie folgt beantworten. Und das ist die traditionelle Variante. In der Bibel, in den frühen jüdischen Texten, ist die Welt ein lebendes Sein. Genauso beschreibt sie die Bibel und das beinhaltet die Menschen und auch andere Lebensformen. Im Mittelalter des Judentums, folgend auf Dialoge in christlichen und muslimischen Kontexten entwickelte der Klerus eine Art Hierarchie von Seelen. Also Menschen haben höherwertige Seelen im Vergleich zu Tieren und es gab eine zunehmende Trennung zwischen den gedachten menschlichen und tierischen Seelen. Und wenn ich mir die Bibel anschaue, wo ja so stark die Idee der Schöpfung ihren Ausdruck findet, der Geist Gottes, der alles durchweht, und dann später sehe, dass man sich zunehmend auf den Menschen kapriziert, also implizit davon ausgeht, dass der Mensch eine spezifische Seele habe, ohne zu leugnen, dass Tiere eine hätten. Da
zeigt sich, dass wir offenbar Schwierigkeiten haben in unserem Umgang mit der nichtmenschlichen Welt. Und ich glaube, vielen wird heute bewusst, dass da etwas schiefgelaufen ist in unserer Beziehung zur Natur, in unserer Beziehung zu Tieren. Und im religiösen Denken hat man sich wegbewegt von diesen ursprünglichen Überlegungen. Entschuldigung, wir haben uns wegbewegt von diesen traditionellen religiösen Ideen, dass die Schöpfung insgesamt einen großen Wert darstellt, und nach einem Abgehen von dieser Idee, von einem sich abwenden ausgehen, kehren wir vielleicht ein Stück weit zurück zu dieser Idee der Schöpfung. Zumindest wäre das die Richtung, die ich gerne sehen würde. Also danke für diese Frage. Professor Kurnaz, gibt es im Islam ähnliche Erklärungen über die Seele eines Tieres und ihrem Verbleib nach dem Tod? Tatsächlich gibt es da Parallelen, vor allem was das Mittelalter anbelangt, weil bestimmte Traktate sowohl die jüdische als auch die christliche Tradition als auch die muslimische Tradition beeinflusst haben. Zum Beispiel, ich kann einen Namen nennen, einen muslimischen Philosophen, Ibn Miskaweh, der genau diese Unterscheidung macht zwischen menschlicher und tierischer Seele. Es gibt auch viele, die behaupten, die Tiere hätten keine Seele, aber das sind so Minderheitsmeinungen. Aber grundsätzlich ist tatsächlich bei den Gelehrten nachzulesen, und das sind Spekulationen wirklich, die jetzt nicht in Stein gemeißelt sind, sondern das sind einfach Meinungen, die man entsprechend des Kontextes vertreten hat. Eine Wiederauferstehung der Tiere ist nicht gegeben. Das heißt, im Jenseits werden sie nicht existieren, außer solchen, die rituell geopfert worden sind während des Opferfestes, oder dass man sich selbst, also eine Opfergabe sich selbst auferlegt hat. Wenn diese Tiere geopfert werden, dann sollen sie wieder auferweckt werden. Aber es gibt auch daneben Überlieferungen in Bezug auf Tiere, bei denen der Prophet Mohammed darüber berichtet, wenn jemand ein Tier quält, dann wird dieses Tier nach der Wiederauferstehung nach seinem Recht, sein Recht einfordern, weil eine bestimmte Person dieses Tier gequält hat. Wir wissen auch, dass der Prophet Mohammed Personen, die Tiere gequält haben, denen damit gedroht hat, dass wenn sie so weitermachen, sie, egal welche guten Taten sie vollbracht haben, einmal das Höllenfeuer schmecken werden. Solche Aussagen gibt es schon. Also das nehmen heutzutage vor allem Personen wahr, beziehungsweise Wissenschaftlerinnen wahr, um hier ein Umdenken einzufordern und zu sagen, die Tiere, also dass man zwischen Mensch und Tier nicht so streng unterscheiden sollte. Und dann lassen sie sich auch von einer mystischen Tradition beeinflussen, die ich sehr sympathisch finde, von der Einsheit des Seins. Also ein Baumstamm unterscheidet mich nicht von einer Kuh und so weiter und so fort. Wir sind alle eine Einheit im Sein und haben alle uns gegenseitig zu schätzen, beziehungsweise da darf keine Hierarchisierung vorgenommen werden. Und diese Aussagen im Koran zum Beispiel, dass die Schöpfung dem Menschen dienstbar gemacht worden ist, wird dann heutzutage so gedeutet, dass man sagt, der Mensch hat eine besondere Verantwortung, das Sein beziehungsweise die Schöpfung zu schützen, und nicht es zu zerstören. Also da kommt dem Menschen quasi dann, weil die Schöpfung dem Menschen dienstbar gemacht worden ist, kommt eine besondere Verantwortung, sie zu erhalten und sie nicht einfach willkürlich zu benutzen. Das wurde tatsächlich auch im Mittelalter unter anderem so verstanden. Es hat sich aber in der Moderne, aufgrund dieser verschiedensten Entwicklungen, die wir immer wieder angesprochen haben, ist der Umgang mit der Natur quasi so, als dürften wir mit der Natur so umgehen können, wie wir wollen. Und da ist mittlerweile ein Umdenken zu verzeichnen. Ich würde sogar sagen, Gott sei Dank. Und da würde ich mich auch sogar anschließen und sagen, also wir dürfen diese Hierarchisierung definitiv nicht vornehmen, sondern jedes Leben zählt, jedes Lebewesen zählt und man muss mit einer großen Verantwortung mit der Schöpfung umgehen. Ja, ein wunderbares Stichwort, Verantwortung mit der Schöpfung. Meine abschließende Frage, und ich möchte mich auch bei den Zuschauern und Zuschauerinnen entschuldigen, deren Fragen ich jetzt leider nicht mehr rannehmen kann, weil unsere Zeit eben knapp wird. Aber ich erlaube mir jetzt meine abschließende Frage an unsere beiden Gäste. Was wünschen Sie sich für die Zukunft bezüglich jüdisch und oder
muslimischer Schächtungen in jeder Hinsicht? Und was können die religiösen Gemeinschaften optimieren? Und oder was kann die zivile Gesellschaft auch optimieren? Ich gebe die Frage erstmal an Professor Gross. Thanks for that. What I would hope is that, nun, ich würde hoffen, dass die jüdische Gemeinschaft, die muslimische Gemeinschaft tatsächlich dazu beitragen kann, dass das Tierwohl gefördert wird. Sie leben ja beide lange Traditionen, die auch die Sorge um das Tierwohl impliziert. Aufgrund der Geschichte des Antisemitismus, und hier meine ich antijüdische und antimuslimische Gefühle, hat man sehr viel Energie darauf verwendet, das Recht und die Möglichkeit des Schächtens zu verteidigen. Und das ist eigentlich keine so angenehme Position. Was aber möglich ist, ist vielleicht, sich weiter zu bewegen, also aus dieser Defensivhaltung rauszukommen. Das industrielle Schlachten ist sicherlich nichts, wofür man sich so begeistern möchte. Es ist ein durch und durch problematisches System, aber die jüdische und muslimische Gemeinschaft könnte dazu beitragen, dass alternative Systeme entwickelt werden. Alternative Systeme des Schlachtens. Wenn weiter Fleisch gegessen wird, auch wenn ich selbst in Richtung Veganismus tendiere, wird das ja der Fall sein, ist das vielleicht auch die Möglichkeit, als positive Kraft dazu beizutragen, dass sich ein besseres und humaneres System herausbildet. Das wäre meine Hoffnung. Professor Kunas. Ja, meine Hoffnung geht in dieselbe Richtung. Also zwei Dinge, die ich wirklich, die mir am Herzen liegen für beide religiöse Traditionen. Zum einen die Reduktion vom Fleischkonsum, was Hand in Hand geht mit der Verbesserung der Umstände, unter denen die Tiere gehalten werden, und mit einem wirklich noch extrem kritischen Blick auf die muslimische Tradition eine wirkliche Alternative zu finden und nicht einfach mit Halal-Zertifikaten zu hantieren, die eigentlich gar keine Alternativen sind, sondern in demselben System nur in einer anderen Farbe auftauchen. Das Problem haben wir in der muslimischen Tradition ständig, zum Beispiel auch bei den Zinsverträgen. Da behaupten muslimische im muslimischen Bankwesen kommt es dazu, dass quasi behauptet wird, wir bieten keine Zinsen an, machen aber über Umwegen eigentlich, berechnen die Zinsen wie sonst auch immer auf die Kredite auf, und dann stehen sie da, als wären sie wirkliche Alternativen, sind sie eigentlich gar nicht. Sie machen einfach bei dem üblichen Spiel mit. Und das muss sich dringend ändern in der muslimischen Tradition. Und sie müssen wirkliche Alternativen darstellen. Also auf die Gefahren der industriellen Schlachtung hat Professor Gross aufmerksam gemacht, die ich genauso wie ihr teile. Und da müssen die religiösen Traditionen wirklich als Alternativen auftauchen. Das ist kein einfacher Weg, aber ein extrem wichtiger Weg. Dieser Weg kann bahnbrechend sein. Und das muss als Chance wahrgenommen werden. Und man muss sich definitiv Gedanken darüber machen, wie kann es wirklich zu einer Alternative kommen. Hinzu kommt auch noch, jetzt spreche ich bewusst über den deutschen Kontext, und diese Kritik geht dann in die gesamte deutsche Gesellschaft. Wir müssen dazu bereit sein, mehr für die Lebensmittel auszugeben. Das, was wir uns vorstellen, mit einem Euro oder zwei Euro Fleisch kaufen zu können, also was erwarten wir denn? Und wenn man diese falsche Erwartung hat, das ist egal, aus welcher Tradition sie kommen, wenn diese Haltung sich nicht ändert, werden wir nichts ändern können, leider. Und da sollten die muslimischen Gemeinde oder vielleicht alle religiösen Gemeinschaften, ich denke, die jüdische und die muslimische Tradition kann da wirklich ein sehr gutes Vorbild sein, zu zeigen, es kostet zwar was, aber es schützt Leben, es fördert Gesundheit und es verbessert eigentlich die Situation in Bezug auf die gesamte Schöpfung.
Ja, das waren zwei wunderschöne Schlusswörter von beiden Seiten. Und ich habe hier sogar eine Nachricht, die gar keine Frage ist, auf Englisch. Ich werde sie abgekürzt wiedergeben. Ich lese es erst auf Englisch vor. Great lectures, great answers from both speakers. Thank you, I learned a lot. Also wunderbare Vorträge, großartige Antworten von beiden Referenten. Ich habe sehr viel gelernt. Also noch zufriedener kann man wahrscheinlich mit einem solchen Feedback nicht mehr sein. Und so geht unsere Veranstaltung jetzt auch hier zu Ende. Und ich möchte unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch darauf aufmerksam machen, dass wir unsere nächste Veranstaltung haben werden, und zwar am 22. Juni um 19 Uhr. Das Thema zwischen Sanktionierung und Heiligung, Alkohol in Judentum und Christentum. Also save the date, 22. Juni um 19 Uhr. Und ich bedanke mich bei unseren heutigen Gästen, bei Professor Aaron Saul Gross und bei Professor Serdar Kurnaz. Und auch einen großen Dank an unsere Übersetzerinnen, Gida Turo und Astrid Gese, den Kameramann Peter Wollring, das Technikteam von Artlights und an Stefan von Zwoll vom Veranstaltungsmanagement. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und in diesem Sinne, L'chaim.